Hallo Lasse. Hallo Daniel, na? Na, sag mal, willst du hören, in welchem Film ich im Kino war, während du im Urlaub warst? Eigentlich nicht, aber sag mal trotzdem. Aber erzähl kurz den Zuschauern, den Zuhörern, wo du warst. Ich war auf Gran Canaria und es war super. 2 Wochen richtig schön, die ganze Zeit am Strand, bisschen rumgewandert, Mountainbike, war toll. Und er hatte guten Sex, aber das wollte er jetzt nicht hier offen. Das wollte ich nicht hier so sagen. Achso, Verzeihung. So, also. Schneid das raus. Schneid das raus. Ich erzähle dir in der Zwischenzeit kurz, in welchem Kinofilm ich war, und zwar im Juni 2017. Ja, als Lass im Urlaub war, fing es an mit der Mumie. Mann! Warum? Nee, du Werbeopfer, wirklich, du Werbeopfer. Danach Wonder Woman. Was ist denn dein Problem? Wonder Woman war großartig. Mhm. Absolut großartig. Danach war ich in Girls Night Out. Ach der, okay, aber der sah ganz witzig aus im Trailer. Und dann, last but not least, das Beste kommt zum Schluss, Transformers 5. Ah, leck mich doch, nimm doch den Podcast mit wem anders auf. Herzlich willkommen zu unserem Project Pop Culture. Diesmal sind wir wieder zu zweit, also ich bin dabei, Lasse, und natürlich an meiner Seite Daniel, ich grüße euch. Ja, heute wollen wir reden über einen Film, der schon etwas länger raus ist, wir ihn aber jetzt beide erst gesehen haben. Bei mir ist es ungefähr 3 oder 4 Monate her und Daniel hat ihn gestern gesehen. Genau, korrekt. Und zwar geht es um Chick, ihr habt es vielleicht schon gelesen, weil es halt drüber steht. Ja, und wir haben uns gedacht, gut, das basiert natürlich erstmal auf dem Buch, auf diesem Jugendroman, der ja auch viel gefeiert wurde. Wir haben es mal rausgesucht, über 2 Millionen Mal allein in Deutschland verkauft, also der Roman von Wolfgang Herrndorf, in 25 Ländern inzwischen übersetzt und da rausgebracht, hat mehrere Preise gewonnen und ist sogar schon in manchen Bundesländern Kanon jetzt in der Schule, dass es da gelesen werden muss. Ja. Also es ist wirklich ein Riesending geworden. Und deswegen passt das auch eigentlich ganz gut, wenn wir sagen, wir packen das unter die Glocke Project Pop Culture. Richtig, genau. Weil so gut wie jeder Schüler, sagen wir jetzt mal salopp, damit irgendwie mal konfrontiert wurde, sei es jetzt eben mit dem Buch in der Schule oder mit dem Film oder jetzt durch die DVD und Blu-ray, die da rausgekommen ist, weil der Film, der kam eben 2016 in die Kinos, geht 93 Minuten von Fatih Akin. Und richtig, Lasse meint, ich habe ihn gestern geguckt, also wir haben es jetzt schon Juli 2017. Insofern ist halt die Veröffentlichung jetzt auch schon fast ein Jahr her, mehr oder weniger. Ja. Ne? Zur Winterzeit. 12. September ist der angelaufen, 2016, und jetzt haben wir halt eben Juli 2017. Aber wir wollen ihn jetzt einfach mal Revue passieren, eben weil wir beide zusammen das Buch gelesen haben, Lasse und ich. Und zusammen? Ja, genau. Wir lagen im Bettchen und haben zusammen das Buch gelesen. Ja, mal abwechselnd vorgelesen. So, nee. Also, bei mir ist es schon auch schon einige Jahre her. Ich habe es tatsächlich gelesen, als ich auch so genau in dem dafür eigentlich vorgesehenen Alter von, weiß ich, 15 oder so, glaube ich, war. Da kam das gerade raus und ging gerade dann steil. Und da habe ich es dann auch gleich gelesen und fand es absolut super. Ja, und viel später habe ich dann noch ein anderes Buch von Wolfgang Herrndorf, nämlich Sand, gelesen. Eine ganz andere Richtung, so ein Krimi-Roman im 19. Jahrhundert in dem arabischen Teil von Afrika, der aber wahnsinnig spannend und super gut geschrieben ist. Weil total da viel Sand ist. Genau, weil da sehr viel Sand ist. Nee, er hatte auch ganz viele verschiedene Titel und so dazu noch und hat sich dann am Ende für Sand entschieden. Auch ein super tolles Buch, habe ich gelesen, als ich im Urlaub in Dubai war, und da passte das dann sehr gut. Oh. Mit dem Sand und so. Und daraufhin habe ich dann Wolfgang Herrndorf für mich entdeckt und alles andere auch noch von ihm verschlungen. Er hat noch ein Kurzgeschichtenband rausgebracht und noch eine Art Fortsetzung zu Chick rausgebracht oder so eine indirekte Fortsetzung, wo es um eine andere Person, nämlich um Isa, geht. Und ach, da gibt es eine Fortsetzung, die nur mit Isa zu tun hat. Genau, das Problem ist, die wurde nicht richtig zu Ende geschrieben, weil der gute Wolfgang Herrndorf ja leider irgendwann an Hirnkrebs erkrankt ist und auch relativ schnell sehr schwer. Er hat das dann lange noch weitergeschrieben und hat dazu einen Blog online geschrieben, findet man online auch noch komplett. Den hat er zuerst privat geschrieben und auch privat nur zugänglich gehabt und den irgendwann aber öffentlich gemacht. Und hat dann immer weiter dort geschrieben und hat da quasi seit der ersten Diagnose dokumentiert, genau immer wie es ihm geht. Hat regelmäßig fast jeden Tag oder alle paar Tage
solange es noch ging, später nur noch irgendwie jede Woche oder so mal einen Blogbeitrag veröffentlicht, wie man halt leider dann so, also eben mitverfolgen konnte, wie es ihm immer schlechter und schlechter geht. Und den letzten Blog-Eintrag hat er dann auch verfasst irgendwie, der schon sehr darauf hindeutet. Und dann hat er sich eben irgendwo eine Waffe besorgen können und sich dann selber getötet, bevor das der Krebs ihn quasi übermannt hat. Ja, und währenddessen hat er eben noch an dieser Fortsetzung geschrieben, wo es um Isa geht. Also Isa ist ein Nebencharakter in Schick. Richtig. Dazu kommen wir dann auch eben im Laufe unseres Podcasts. Und dann eben hat er dann da wohl beschlossen, zu der dann nochmal tatsächlich einen richtigen Roman oder eine Kurzgeschichte zu schreiben. Was war das jetzt? Nein, also es sollte ein Roman werden, aber so viel hat er nicht mehr geschafft. Deswegen ist es auch so ein bisschen zerstückelt. Das ist aber okay, weil Isa, wie wir wissen, ein bisschen verrückt ist und das spielt sehr schön, spiegelt sehr schön so wieder, wie sie auch tickt. Ja, ist wie gesagt, davor zwei Kurzgeschichten, ja. Und wenn ich noch ein bisschen zu Wolfgang Herrndorf hier so referieren darf. Ja, klar, nur das, kannst was du ich machen. Jetzt noch so ja, bitte, bitte. Er hat wahnsinnig spät erst zu seiner Autorenschaft gefunden. Ich weiß nicht, ich glaube Mitte 40 war er, als er gestorben ist. Und hat, glaube ich, erst mit Mitte 30 oder so angefangen. Mhm. Und dann eben auch erstmal nur mit diesen zwei Kurzgeschichten Bänden Diesseits des Van Ellengürtels und in Plüschgewittern. Schöne Anspielung auf In Stahlgewittern, ne, von Jünger. Und ja, dann da kam er erst dazu, weil er erst Kunst studiert hat, da nie richtig erfolgreich war, immer so ein bisschen rumgekrebst hat. Okay. Und auch ein bisschen gemalt hat. Ja. Ja, aber irgendwie wohl nichts besonders Spektakuläres und damit nie den Durchbruch hatte. Mhm. Und dann auch mit den Kurzgeschichten halt so halb erfolgreich war und plötzlich dann mit Schick da komplett den Durchbruch hatte und dann aber bewusst eben mit Sand nochmal was ganz anderes machen wollte. Mhm. Und zu Chick gibt es noch ein schönes Zitat, von dem wollte ich eigentlich ganz zu Anfang bringen, habe ich jetzt verpasst, wo er sagt, Jugendliteratur sollte nie älter sein als die Adressaten. Mhm. Das finde ich wahnsinnig schön, weil man liest ja immer noch irgendwelche alten Schinken in der Schule zum Teil. Und dieses Zitat ist wahnsinnig klug, finde ich. Ja, weil er eben sagt, man muss, das bringt nichts, wenn wir in 10 Jahren in der Schule vor Schülern stehen und dann mit denen Schick durchpauken oder schlimmer noch in 20, weil wir das damals total toll und beeindruckend fanden, denn dann findet das keiner der Schüler mehr beeindruckend, weil das deren Lebenswirklichkeit nicht mehr trifft. Ja, genau, weil Schick trifft ja halt auch gerade so diesen Zeitgeist. Absolut. Sehr gut auf den Punkt. Und ja. Momentan ist das ja genauso noch das, also Ding. Also Deutschland, Sozialisation, Sexualität und so weiter, da steckt da ja alles das natürlich drin. Coming-of-Age-Ding so. Ja. Und, 14, 15, so alt ist ja auch der Protagonist. Und ja. Genau, also insofern stimmt, würde ich da, ist das ein sehr, sehr gutes Zitat von dem Herrndorf, ja? Mhm. Genau, weil ich glaube, jetzt in der Schule liest man auch nicht mehr Emil in und die Detektiv oder Pünktchen und Anton und so, was ja man vorher getan hat, ne? Mhm. Weil es halt einfach nicht mehr so unseren Zeitgeist trifft. Wobei ja Schick auch eine sehr eigensinnige Sprache hat, die Herrndorf entdeckt, die authentisch ist für einen Jugendlichen. Und zwar ist ja Schick aus der Ego-Perspektive, aus der Ich-Perspektive geschrieben, das Protagonisten Mike Klingenberg, ja, mhm, der 14 Jahre alt ist der, und wir lesen quasi dieses Buch eben aus seiner Sicht und das ist eben auch sehr jugendlich geschrieben, als ob er, Mike Klingenberg, uns das eben wirklich erzählen würde, ja. Ja, aber das Interessante ist, es ist ja im Grunde genommen auch nicht so geschrieben, wie ein Jugendlicher schreibt, sondern so, wie ein Erwachsener sich vorstellt, dass ein Jugendlicher schreibt. Ja, genau. Das aber ist das ist gut, auch ganz bewusst so und auch das schreibt er irgendwo in seinem Blog und auch das finde ich ziemlich clever eigentlich, weil er sich eben dessen bewusst ist, dass er niemals das so imitieren kann, wie ein 14-Jähriger das sagen oder schreiben würde. Und deswegen, ja, ist das quasi so eine Art Kunstgriff von ihm, ganz bewusst zu sagen, ich tue so, als ob, bin mir aber dessen bewusst, dass ich so tue. Und in mancherlei Hinsicht in der Sprache offenbart sich dann, dass es eben nicht versucht, das zu imitieren, sondern nur versucht, so ähnlich zu sein. Ja, und gerade also beim Lesen, der Mike ist ja, sagen wir mal, nicht gerade so eloquent drauf und ist jetzt auch nicht gerade der Gebildetste. Und es ist halt auch viel Assi-Sprache drin, gerade eben durch Chick und durch Isa. Hm. Und trotzdem war es ein unheimlich tolles Erlebnis, diese Gedankenwelt von Mike innerhalb des Lesens einfach nachzuvollziehen. Und er war so glaubwürdig, dass ich einfach bei ihm war und die Immersion unheimlich groß war beim Lesen. Ja, ich habe mal gerade irgendeine zufällige Seite aufgeschlagen jetzt gerade, weil wir es hier natürlich liegen haben, das Buch. Und ich dachte, ich lese mal einen Absatz vor. Landkarten sind für Muschis, sagte Chick. Und da hatte er logisch recht. Aber wie man es bis in die Walachei schaffen sollte, wenn man nicht mal wusste, wo Rahnsdorf ist, deutete sich das als Problem schon mal an. Wir fuhren deshalb erstmal in Richtung Süden. Die Walachei liegt nämlich in Rumänien und Rumänien ist im Süden. So. Ja. Also das, auf der einen Seite dieses,
Und da hatte er logisch recht, also dieses logisch eingestreut, was eher so auf Jugendsprache hindeutet. Und das mit Asi, genau, Landkarten sind für Muschis, das meine ich eben, ja. Genau, aber auf der anderen Seite auch so einen längeren Satz, so einen Schachtelsatz, sowas wie, aber wie man es bis in die Walachei schaffen sollte, wenn man nicht mal wusste, wo Rahnsdorf ist, deutete sich da als Problem schon mal an. Ja. Also das ist dieses Spagat aus, irgendwie noch anspruchsvoll literarisch und... runtergebrochener Sprache. Genau. Also wir können ja gleich, wenn wir zur Filmbesprechung kommen oder auch natürlich in Kombination als Literaturverfilmung, das heißt, wir werden es dann auch wohl mit dem Buch vergleichen, immer wieder im Laufe dieses Gesprächs höchstwahrscheinlich, werden wir dann einfach mal schauen, wie sich das dann entwickelt hat. Und das ist wie immer so, wir spoilern alles komplett, ne, klar. Richtig. Das bloß jedes Mal nochmal dazu, bevor wir tatsächlich. Und im Rahmen dessen können wir dann vielleicht auch nochmal den Inhalt erläutern, wenn das denn von Wünschen ist oder nicht. Von Wünschen? Ja, also wenn das, wenn sich das gewünscht und vonnöten. Ja, genau, wenn das vonnöten wäre. Danke, Lassi. Gut, die Frage ist jetzt, ich würde gar nicht einzeln nochmal über das Buch reden, sondern vielleicht gleich den Film nehmen und dann so vielleicht so passagenweise ein bisschen gucken, wie macht das Buch das, wie macht der Film das. Genau, also ich habe meinen Schwerpunkt jetzt, weil ich nämlich meine Arbeit über Chick verfasst habe, über Chick und die sogenannte Heldenreise. Und deswegen werde ich jetzt schwerpunktmäßig hier mit der Heldenreise kommen, die Heldenreise ein bisschen beschreiben und die einzelnen Stadien der Heldenreise auf Chick, das Buch und den Film subsumieren. Und dann können wir mal schauen, wie das so gelungen ist, wie diese Heldenreise quasi im Film adaptiert wurde. Denn die Heldenreise als solche erstmal auch aus dem Buch heraus zu kristallisieren, denke ich, funktioniert nicht sofort, sondern man liest das Buch erstmal als Road-Movie oder man schaut den Film als Road-Movie, aber nicht unbedingt als Heldenreise. Ja. Und Heldenreise, Stichwort, ich nenne nur zwei Namen, Luke Skywalker, Frodo Baggins, Bilbo Baggins, und dann könnt ihr euch schon mal vorstellen, was eine Heldenreise ist, so ein bisschen. Ja, ob das Chick ist, das Chick macht und erlebt, das werden wir dann im Laufe dieses Podcasts dann, denke ich, noch analysieren. Ja, da bin ich auch nochmal gespannt drauf, auch was du dann dazu noch sagen kannst, denn ich glaube, ich habe die Hausarbeit von dir irgendwie vielleicht mal kurz Korrektur gelesen, kann das sein? Nee, das war die zu Herr der Ringe, zu der Heldenreise, insofern weiß ich nicht mal das. Und ich habe es eben damals gelesen, ganz unbedarft und ohne wissenschaftlichen Hintergrund, einfach als Jugendlicher. Und geguckt habe ich es im Flugzeug, also auch so ein bisschen neben der Spur, denn da war der Flug schon relativ lange und dann habe ich das halt noch so gesehen. Also überhaupt nicht irgendwie jetzt so analytisch oder so, wie Daniel da rangegangen ist. Insofern haben wir da vielleicht auch ein bisschen unterschiedlichen Blick drauf, was ja gar nicht so schlecht sein soll. Ja, würde ich auch so sehen. Hihi. Ja, dann schieß los. Ich soll losschießen? Ja. Okay, losschießen. Piu. So. Also, der Film geht los. Schwarzes Bild. Wir sehen die einzelnen Crewmitglieder, die da aufgelistet sind, oder auch Schauspieler. Währenddessen sind Autogeräusche zu hören. Den Anfang fand ich so schon mal nicht schlecht. Das sind wirklich nur die ersten Sekunden halt. Mhm. Und anders als bei Assassin's Creed, wo ich nach diesem Eden-Apfel-Zitat schon raus war, war ich jetzt hier noch drin, die ersten Sekunden, ja. Richtig, weil wir jetzt eingestimmt werden auf Autofahrt, auf Schnellstraße, auf Autobahn, Autogeräusche hören. So, wir haben ein Fade-In. Es ist ein Schwenk auf einer Fahrbahn bei Nacht. Und was ist? Der Film beginnt tatsächlich mit einer, ich nenne es jetzt mal Rückblende, also mit einer Vorausschau, wie der Film enden wird. Ja. Eine Vorausschau. Und ich dachte, nein, das gibt's doch nicht. Warum wieder einer dieser Vorausschauen? Warum müssen so viele Filme in letzter Zeit starten mit einer Vorausschau? Also quasi schon das Schlussbild nehmen oder ein paar Sekunden oder Minuten vor das Schlussbild schalten und damit anfangen, sodass wir wissen, Mike Klingberg wird irgendwie am Ende des Films mit einem blutigen Gesicht auf einer Schnellstraße landen und dann vom Krankenwagen abgeholt werden. Ja, toll, damit ist doch die Spannung schon ein bisschen vorweggenommen. Und das machen öfters Filme. Ich fand es am enttäuschendsten, wenn wir das jetzt mal vergleichen wollen, bei dem Horror-Psycho-Thriller Don't Breathe oder Don't Breathe, je nachdem, wie du jetzt das Schlusswort aufnehmen möchtest. Da fand ich, dadurch, dass man das Ende schon so gut wie gesehen hat, fand ich, das war schon ein bisschen... Was war denn da nochmal? Wie ging der los? Der Mörder hat die... Achtung, Spoiler. Nein, das ist ja der Anfang des Films. Insofern ist das kein Spoiler. Ja. Da zieht eben ein Mann, oder ich nenne ihn jetzt eben der Mörder oder der Bösewicht, zieht dann die eine Frau, die da eingebrochen ist, über die Straße. Also verschleppt quasi ein Mädchen auf der Straße. Und dann weißt du, wenn du den Film guckst, okay, er wird sie irgendwie verschleppen. So. Das ist halt schade, weil dann weiß man schon, dass sie überleben wird. Aber das war keine Vorblende, sondern das war die andere, die er da unten gefangen hat. Nee. War sie nicht? Nee, nein, das sicher? War ja, ich bin mir sicher. Okay. Ja, genau. Ich fand den Film an sich auch nicht besonders gut insofern. Ja, okay. Die Idee war schön.
Na gut, dann müssen wir jetzt drüber reden. Ich fand den Film ziemlich cool. Sollte man mal allen Filmstudenten gezeigt haben, wie man mit wenig Mitteln Spannung erzeugt und wie man Plotpoint schafft und so weiter. Ja. Gut, und bei John Wick war das auch so, beispielsweise in Teil 1. Da sah man ihn schon vorher. Und John Wick ist ein Actiongeballer. Gut, aber wie auch immer, es geht jetzt um diese, diese Vorausschau einfach als solche. Und da hatten wir eben wieder eine Vorausschau. Mhm. Das hat mich genervt. So, sollen wir jetzt schon unsere generellen Kommentare zum Film loswerden, wie wir diesen Film fanden, auch im Gegensatz zum Buch und so weiter? Oder ich würde jetzt sagen, hauen wir es erstmal raus, gell? Okay, ja, von dir weiß ich schon, du fandst den Film richtig scheiße. Na, richtig scheiße hast du jetzt, ja. Lasse hat das jetzt so formuliert, ich hätte einfach gesagt, ich fand den Film richtig grausam, ich fand den Film herzlos im Gegensatz zum Buch, fand ich ihn oberflächlich bis zum geht nicht mehr, herzlos, und ich glaube, dass der Regisseur einfach nicht verstanden hat, worum dieses Buch geht, und wenn er es verstanden hat, konnte er es beim besten Willen nicht transportieren, so wie es Herrn Dorf transportiert in seinem Buch. Okay, das ist spannend. Ich bin da auch ja ganz unkritisch rangegangen und so und bin ja auch nicht so gegen deutsche Filme wie du und insofern vielleicht etwas unvoreingenommener, und ich war sehr zufrieden mit dem Film. Also ich dachte, ja, cool. Also ne, bei mir ist der Abstand zwischen Buch und Film auch etwas länger, etwas größer meine ich. Aber ich dachte, ja, das kann man so machen. Und der hat mir Spaß gemacht zwischendurch. Der hat schön, also einzelne Sachen hat er schön transportiert. Dieses Gefühl, so wir sind auf der Landstraße unterwegs und ne, machen hier plötzlich was, brechen aus dem Alltag aus so komplett. Das hat er transportiert dann zwischendurch, wie sie über das Feld fahren und so. Da hat man auch richtig Spaß mit denen, wenn sie da durchs Kornfeld, durchs Maisfeld fahren und alles ne, kaputt machen irgendwie. Und sind einfach so, ja, und schreien und jubeln dann einfach, weil das so, ja, so irgendwie so ein befreiendes Ding ist. Und dieses Gefühl, das hat der Film geschafft zu transportieren für mich. Na dann. Ich hatte Spaß, wenn Frodo und Sam durchs Kornfeld gehen. Nicht aufgrund dessen, dass es sich um einen Fantasy-Film handelt und ich den jetzt gegenüberstellen möchte mit einem langweiligen deutschen Film. So, das ist nämlich das Ding. Genau. Du voreingenommen. Also, ja, okay, Lasse hat recht. Ich bin voreingenommen, muss ich vielleicht auch kurz den Zuschauern sagen, Zuhörern sagen, dass ich eben in der Regel keine deutschen Filme sehe. Ich glaube, das wissen die. Aber, ja, das wisst ihr. So. Jetzt aber Chick. So, es geht auch nicht um das Narrative, wie Lasse das meinte. Okay, diese beiden Hauptdarsteller lachen irgendwie und freuen sich und Lasse kriegt dann Gänsehaut und denkt sich, hui, ich will das jetzt auch, oder ich bekomme jetzt das Gefühl vermittelt. Dieser Film war einfach nicht filmisch. Das hieß, er hat die Grundregeln der Dramaturgie, des Schauspiels und der Filmästhetik beziehungsweise der, wie soll man sagen, ja, Filmbearbeitung ist vielleicht auch das falsche Wort, deswegen nenne ich es einfach mal das Filmästhetische oder Film mit Filmmitteln zu arbeiten, hat er nicht geschafft, meines Erachtens. Und das kann ich jetzt vielleicht erklären. Man sagt ja immer, show, don't tell, also zeige und erzähle nicht im Film. Und der ganze Anfang des Films, ich sag mal, bevor diese Reise losgeht, nimmt er schon mal einen großen Teil ein, diese ganze Exposition. Ist telling. Das Ganze, wir sehen alles und hören parallel alles von Mike Klingenberg aus dem Off. Das heißt, er kommentiert das, was wir sehen, oder erzählt einfach nur. Ja, aber er showt doch auch. Er tellt doch nicht nur. Das war ganz schlimm. Nein, also, Show, Don't Tell bezieht sich doch darauf, zwei Leute reden miteinander und reden über ein krasses Ereignis. Ja, und im Film hat man den Mittel, das auch zu zeigen. Aber da war es teilweise so schlimm. Was du ja nicht machst beim Film, ist beispielsweise, wenn du jetzt selbst einen Film drehst und es regnet draußen vom Fenster und du stehst da und sagst, oh, es regnet draußen. Das machst du einfach nicht, weil der Zuschauer sieht ja, dass es regnet. Es sei denn, es hat eben einen narrativen Sinn oder ja für die Geschichte, dass es dem Protagonisten auffällt, es regnet jetzt, weil er vielleicht innerlich auch irgendwie traurig ist oder was weiß ich, oder du inszenierst den Regen, um seine Gefühle und Emotionen, seine Stimmung des Protagonisten oder des jeweiligen Charakters in dieser Situation wiederzugeben. Hier ist es aber nur belangloses Telling. Beispielsweise haben alle eine Einladung von der Tanja bekommen im Klassenraum. Und dann sehen wir einen Schwenk durch diesen Klassenraum. Jeder hat eine Hand in der Karte, nur Mike nicht. Und dann realisieren wir, oh, Chick, der neben ihm sitzt, hat auch keine. Das sehe ich als Zuschauer. Was höre ich aus dem Off? Als ob ich dumm bin oder als ob der Zuschauer dumm wäre, wird gesagt, alle haben eine Einladung bekommen. Nur ich nicht. Und Chick auch nicht.
Dann denke ich ja, wie überflüssig. Ich sehe das doch. Ihr müsst mir das nicht telling erzählen. Wenn ich mich aber richtig erinnere, sagt er das ja nur, um darauf aufzubauen. Na klar, der natürlich nicht, weil der so ein Assi ist. Und darum geht es in dem Moment. Der ganze Film wurde mir nur erzählt. Mikes Gedankenwelt wurde mir erzählt, wie im Buch. Ja. Und zuerst dachte ich mir, okay, das ist vielleicht, um Herrndorfs Sprache auditiv zur Geltung kommen zu lassen. Eben das, worüber wir gerade gesprochen haben. Diese vermeintliche Jugendsprache. Sprich jetzt in die Gedankenwelt Mikes einzutauchen, indem wir ihn hören. Aber es wurde nur durch diesen Off-Text suggeriert, aber nicht durch Mikes Schauspiel. Und Mike wurde ja gespielt von dem Tristan Göbel. Und da will ich jetzt einfach auch meine Meinung raushauen. Ich fand das Schauspiel, das war das Schlechteste, was ich in vielen, vielen Jahren gesehen habe. Es war theaterhaft. Es war nicht wie Theaterschauspiel, es war wie Schülertheater und dann noch das billigste Schülertheater bis zum geht nicht mehr. Es war holprig, es war gekünstelt, es war oberflächlich. Ich weiß nicht, was der Regisseur dort mit diesen Schauspielern gemacht hat. Mhm. Ich habe mich gefühlt, als ob ich im Theater sehe, so mir ein billiges Schülertheater, wirklich. Die konnten gar keine Emotion vermitteln. Aber ich finde wahnsinnig. Ich habe ein Beispiel, nur ganz kurz, bevor du das. Da sitzen sie im Auto und Chick schmeißt Mikes Handy einfach raus aus dem Auto. So, und da sagt der Göbel, oh, du hast mein Handy rausgeworfen, das ist aber fies, irgendwie sowas in der Richtung. Und in dem Ton, in diesem Tonfall, monoton, haben die geschauspielert. Oder wenn Tristan Göbel mit der Isa, jetzt will ich die Rollennamen, also wenn Mike mit der Isa da sitzt und Isa sagt, hast du schon mal Sex gehabt? Und Mike sagt, nein, dann ist das eigentlich eine unheimlich wichtige und emotionale Szene, weil es hier eben auch um Mikes Sexualität geht, um die sich ja auch teilweise dieser Film dreht. Aber es ist so monoton dahergesprochen, ohne jegliche Klangfarbe oder dass man sich da einfühlen, dass die sich da eingefühlt haben. Also ich war so entsetzt von diesem oberflächlichen Schauspiel. Das hat mich schockiert. Ich halte mal nichts persönlich dagegen, sondern lese einfach mal Rezeption bei Wikipedia kurz vor. Okay. Chick wurde nach seiner Uraufführung fast ausschließlich mit Lob seitens der Fachkritik betan. Der Film sei das perfekte Roadmovie, Spiegel Online, begeisternd, Tagesspiegel, rasant, lustig und klug, der Spiegel, grandios, Hamburger Abendblatt, glaubwürdig, die Zeit, behält stilsicher seinen Drive, NZZ, schlanke Verfilmung, und ein bescheidenes Projekt im Vergleich zu den Vorgängern, FAZ, alles Wesentliche enthalten, Süddeutsche Zeitung, Lebensgefühl vermittelt und getroffen, Frankfurter Rundschau. So, ist gut. Ja, dann frage ich mich aber, haben denn all diese Kritiker nicht Chick gelesen? Doch. So. Bin mir ziemlich sicher. Ja, genau. Aber da wurde doch so viel selektiert und auch so viel rausgenommen. Und dieses holprige Schauspiel, das ist sowieso auch in Deutschland einer der Gründe, warum ich deutsche Filme nicht mag, dass das Schauspiel bei vielen eben sehr holprig ist. Und ich nicht weiß, wie es hier an den Schauspielschulen aussieht. Eigentlich müssten wir hier mal einen Schauspielstudenten einladen. Ich kenne einen, der uns mal erklärt, wie die deutsche Schauspielschulen aussehen. Mhm. Weil prickelnd ist das nicht. Beim besten Willen nicht. Also ist mir egal, was die Zeit da sagt oder der Spiegel. Ich habe ja meine eigene Meinung dazu und gerade in Bezug zu Literatur und das dann so nochmal zu sehen. Eigentlich müssten wir uns nochmal eine Szene angucken und in diesen Podcast reingehen, um zu sehen, darauf zu achten, wie oberflächlich und unemotional dieses Schauspiel ist. Die sprechen wirklich immer so, egal in welcher Emotion die sind. Ich liebe dich, Isa. Chick, du bist mein bester Freund. So sprechen die meines Erachtens in diesem Film. Also ich bin der Meinung, da vertust du vielleicht ein bisschen jugendliches Scheißegal. Und das ist kein jugendliches Scheißegal. Das, was da transportiert wird, der Meinung bin ich nämlich. Und dass das sehr wohl gelungen ist. Und man guckt den Film einfach und ich war die ganze Zeit total drin. Und ich hatte keinen Moment das Gefühl, dass es ein Schultheater da irgendwas ist. Sondern ich fand im Gegenteil, das ist sehr gut getroffen. Auf der einen Seite Mike, gut wohl behütet, aber kaputtes Elternhaus, ne, wohnt aber in einer dicken Villa und ihm ist alles scheißegal. Seine Mama geht immer in die Entzugsklinik und sein Vater bumst die Sekretärin. Und er ist halt so ein wohlbehüteter Typ, dem geht das einfach... Ne, also materiell und so sehr gut, er kriegt aber keine Liebe und deswegen ist ihm irgendwie alles auch so ein bisschen egal und das transportiert er, indem er eben so eine gleichgültige Fresse zieht und indem er einfach nur so sagt, ja. Und wenn die da am Steg sitzen und über Sex und Liebe und was weiß ich was reden, dann merkt man, finde ich, in der Aussprache und in der Art, wie der Tristan Göbel als Klingenberg das rüberbringt,
dass ihm das unangenehm ist, darüber zu sprechen und dass er das noch nicht vorher getan hat, darüber zu sprechen. Und das findet er eben schwierig und plötzlich ist er damit konfrontiert und damit kann er nicht umgehen. Und das transportiert das Schauspiel und das finde ich sogar sehr gelungen. Okay, das mag deine Meinung halt sein. Die muss ich jetzt im Rahmen dieses Podcasts wohl akzeptieren. Sobald wir das ausschalten, werde ich ihn umbringen, liebe Zuhörer. Oh, ich hoffe, ich lache jetzt nicht so düster. Nee, also klar, ich weiß, was Lasse meint, aber dennoch hätte man es anders darstellen können, vielleicht auch filmisch anders darstellen können. Ja, seine innere Befindenheit dem Zuschauer zu suggerieren. Das war nur durch Off-Text und durch oberflächliches Schauspiel und er hatte wirklich nur diese eine Miene die ganze Zeit gezogen. Also gut war das beim besten Willen nicht. Ich weiß, wo die alle aufgegabelt haben. Den Chick, den haben sie ja aufgegabelt. Das ist ja gar kein richtiger Schauspieler, vielleicht sollten wir das mal kurz sagen. Steht ja auch im Wikipedia-Artikel. Für ja, die Sohn vielleicht Botschafter, das ist mongolischen Botschafter. Genau, weil die sollten wohl in der Mongolei nochmal so einen Casting-Aufruf machen durch die Botschaft. Und dann hat der gesagt, der arbeitet da wohl, hey Junge, guck dir das mal an. Und dann haben sie ihn eben entdeckt und in diesen Film dann mit einbezogen, eben beziehungsweise ihm halt die namensgebende, titelgebende Hauptrolle gegeben, Chick. Wobei eben Chick erzählt wird durch Mike Klingberg eben. Also Mike Klingberg ist unser Hauptcharakter, obwohl eben der Titel Chick heißt. Und Chick ist eben die Abkürzung für diesen jungen André Tschitschatschow oder so. Also selbst im Film kann das wohl keiner aussprechen. Ja. Oder auch im Buch. Und das ist ja wie bei Sherlock Holmes und Dr. Watson, ja. Sherlock Holmes wird ja auch nicht aus der Sicht von Sherlock Holmes erzählt, sondern aus der Sicht eben von Dr. Watson. Ja. Und ich glaube, genauso ähnlich ist das hier. Und nochmal kurz zu deinen Zitaten, die du jetzt eben hier gerade gebracht hast, was die Rezeption betrifft, ja, die alle wohl sehr, sehr gut waren. Die sagen alle, ja, es war ein guter Road-Movie, aber mehr auch nicht. Ja, die sagen, okay, das Genre ist getroffen, weil es eben die Genre-Konvention eines Road-Movies erfüllt. Nee, das sagen sie so nicht. Nein, ich würde das da rein... Fantastisch, mitreißend und so weiter. Ich würde es jetzt mal da rein interpretieren, dass die Genre-Konvention eines Road-Movies sind ja auch hier erfüllt. Wobei die Heldenreise, die ja auch im Buch drin ist, und darauf werde ich dann später nochmal zu sprechen kommen, detailliert und analytisch, dass die hier teilweise von dem Regisseur Akin dekonstruiert wird, demontiert wird, beziehungsweise vielleicht auch neu strukturiert wird, wenn man es doch jetzt etwas positiver sehen würde. Ja, so, und wenn wir zu diesen Genre-Konventionen Road-Movie kommen, würde ich ganz gerne eine Definition kurz aus dem Filmlexikon vorlesen, dass wir erstmal wissen, in welchem Rahmen wir uns hier befinden. So. Und Lasse kann dann eben sagen, trifft das zu oder trifft das nicht zu? Also es ist jetzt wie ein Rätsel. Mhm. Lasse hört zu, die Zuhörer hören zu und ihr könnt dann mal sagen, trifft das auf den Film Chick zu oder nicht? Haltet euch fest, Daniels Märchenstunde. Road-Movies sind ein Subgenre, das die Menschen in Bewegung zeigt, äußerlich und innerlich. Erzählt werden Entwicklungsgeschichten, die sich der Metapher der Straße bedienen, des Autos, des Highway, um den Zustand des Unterwegsseins als existenzielle Grundkategorie zu gestalten. Charakteristisch sind Werke wie Freiheit, Selbstbestimmung, Ichfindung, generell die moderne Gralssuche. Lasse. Im Film oder im Buch? Nein, jetzt erstmal im Film. Auf jeden Fall. Also wir haben die Straße, wir haben diesen alten Lada, was an sich schon ein geiles Auto ist. Dieses blaue, dann schwarze. UdSSR-Überbleibsel da. Weil es dann Nacht ist. Was denn? Achso, ja. Nein, er lässt es ja nochmal färben. Achso, ja, stimmt. Das lässt, ja, du hast recht. Ja, klar. Also ne, die beiden Charaktere, vor allen Dingen aber Mike, ist ja auch gerade in dieser spätpubertären Phase, wo er genau sowas mitmacht, also eine innere Veränderung und all diese Ereignisse machen das natürlich nochmal mehr mit ihm. Also klar. Nicht machen das mehr mit ihm. Genau da sind wir auch bei der Essenz der Heldenreise, die ja teilweise konkurrent mit dem Road-Movie ist. Road-Movie, wir denken an Easy Rider oder an American Graffiti von George Lucas, die ja damals genau diese Essenz auf den Punkt gebracht haben. Es geht eigentlich gar nicht um die Reise. Die Reise ist eigentlich eine Metapher eben für die innere Wandlung des Charakters. Und die haben wir ja bei Mike. Er ist am Anfang ein Loser, wird nicht zu Tatjanas Party eingeladen. Dann kommt Chick als Mentorfigur und die beiden erleben diese Reise. Mike wächst über sich hinaus im Rahmen dieser Reise, lernt sich die Welt zu entdecken und er lernt sich kennen, sich selbst kennen, seine Persönlichkeit und andere Menschen, die ihnen auch helfen oder halt eben Gegner.
Und dann kehrt er zurück eben als neuer Mensch. Sprich, er wird von den anderen ganz anders wahrgenommen, unter anderem auch von Tatjana. Das heißt, er hat einen Wandel vollzogen. Und das wird uns eben in Form der Straße suggeriert, wie es denn der Roadmovie so will. Und das sind die Genre-Konventionen, die ich gerade vorgelesen habe. Und die Heldenreise geht jetzt in die Tiefe dann nochmal mit den ganzen Stadien. Aber dazu kommen wir gleich. Ja. Was ich noch sagen wollte, dann sind sie da im Schulgebäude. Mhm. Und die ganzen Statisten, die sahen ja mal dermaßen deutsch aus, dass ich gar nicht wusste, wohin. Also wenn du das jetzt mal vergleichst mit so amerikanischen Filmen, hier so Stranger Things oder so, weil Stranger is love. Ja. Ne? Oder anderen Filmen, die in einer Highschool spielen, hast du halt eben so einen Stereotyp Highschool im Kopf. Und plötzlich bist du in einer deutschen Schule im Film, so wie bei Die Welle oder so. Und plötzlich sehen die alle so aus, wie du es halt kennst. Also, ja, so alles so normal. Ja, aber ja. Das trifft es doch auch, genau. Ja, genau, das hat es getroffen. Das meine ich auch nicht negativ, sondern einfach nur so als Fakt, dass ich dachte, ja, die sehen alle so wie man es kennt. Und wenn du amerikanische Filme guckst, hast du hier wie bei Glee hier und da nur so komische Charaktere oder so rumlaufen, ja, oder wirklich alles stereotypisiert mit ihren Highschool-Outfits und Cheerleader. Ja. Und hier sind das dann einfach ganz normale Leute, die sie da als Statisten gewählt haben. Höchstwahrscheinlich auch Schüler vielleicht aus diesem Schulgebäude, ja. Das war das ganz stimmt. Witzig. Aha. Ja. Also meine, das wollte ich noch sagen, genau. Lasse, hast du noch was anzumerken diesbezüglich, oder? Ich überlege gerade auch, also nicht sonst genau. Sonst habe ich noch ein paar Punkte, die ich nochmal nennen ruhig, kann. Mach du doch ruhig einfach mal weiter. Also auch positive Punkte. Ist jetzt nicht so, dass ich nur jetzt hier negativ rummeckern möchte oder so. Ja. Sondern was ich auch nett fand, ist einfach diese Identifikation. Du sitzt da im Klassenzimmer als Junge und siehst da eine Frau oder ein Mädchen, die du gut findest, ja, die du attraktiv findest, mit der du was anfangen willst. Und dann einfach dieses, oh, wie komme ich da ran? Oder werde ich zu dieser Party eingeladen? Das kenne ich noch von früher. Und der malt ja noch dieses Bild. Ja. Was, also das ist schon, ne, ich meine, okay, das ist irgendwie noch ganz süß, aber es ist schon krass, wie viel Mühe er sich gibt und so. Und dann wird er nicht eingeladen, schon sehr deprimiert. Ja, das ist heftig und das drückt natürlich auf der einen Seite seine Sentimentalität auch aus, ja. Mhm. Seine Heterosexualität ja auch, die später hinterfragt wird, zumindest am Ende. Und eben halt auch Tanja, also eine die gut aussehendste irgendwie der Schule, die ihm nicht einlädt. Tatjana. Tatjana? Tatsächlich. Ja. Tatjana. Gespielt von Anja Wendel im Film. Habe ich vorher auch irgendwie noch nie gesehen. Worauf ich nur hinaus wollte, ist einfach die Identifikation dieser Szene. Die hatte ich schon im Buch gehabt und jetzt auch wieder im Film, wo ich dachte, ja, kenne ich. Da sitzt eine gut aussehende und da steigt wieder eine Party. Wirst du eben eingeladen oder nicht? Ja, oder wie wird's da aussehen? Oder redest du mit der mal? Oder wie auch immer. Ne? Also das fand ich sehr nett. Einfach diese Reminiszenz an die eigene Jugend, die da halt. Ja, eben. Und das, finde ich, transportiert der Film über mich für mich über lange Zeit, also immer wieder, dass ich immer wieder so einen Moment habe, wo ich auch denke, oh ja, ne, oder davon hat man zumindest in der Zeit mal geträumt, so, okay, ich nehme einfach ein Auto und fahre irgendwo hin, obwohl ich das nicht darf, oder ich penne einfach mal draußen auf einem Feld oder so. Das sind ja schon so Sachen, wo man sagt, so, ne, selbst wenn man das nicht gemacht hat, im Kopf hat man es schon manchmal, gerade in der Zeit gehabt, einfach mal so auszubrechen aus dem Gewohnten. Ja, und also ich würde das Ganze ja neben dem Roadmovie auch unter die Kategorie einfach des Abenteuers einfach bringen, ne? Des Abenteuerfilms oder eben der Abenteuergeschichte, denn auch wenn sie so minimalistisch ist, wir müssen gar nicht nach Mittelerde reisen oder nach Narnia oder auf irgendeinen anderen Planeten nach Pandora da von Avatar oder sowas. Es reicht einfach, wenn wir 200 Kilometer südlich von Berlin sind und uns dort in die Wiesen und Felder legen oder einfach mal draußen schlafen. Das reicht auch. Trotzdem würde ich es jetzt unter Abenteuer nehmen. So, und dazu kurz eine Definition, darf ich? Bitte. Zum Abenteuer nach Christoph Fritze, der das Buch herausgegeben hat, der Abenteurer, Geschichte und Mythologie des Abenteuerfilms. 1983 hat das rausgebracht. Und nach ihm wird das Abenteuer als soziales Modell betrachtet, in dem der Held als Abenteurer fungiert. Und in diesem Falle der Protagonist und ich Erzähler, unser Mike, ne, als Produkt eines sozialen Saturierungs- und zugleich Zerfallsprozesses ist. Was heißt denn das jetzt eigentlich? Er tut seinen Schritt aus der Ordnung heraus, weil diese nicht in der Lage ist, ihm eine fundierte Identität zu schaffen. Und das merken wir am Anfang. Ja, klar. Also weil seine Ordnung in dem Sinne keine Ordnung ist, weil er
Wie gesagt, das haben wir eben schon gesagt, schwieriges Familiendings irgendwie und sozial funktioniert das alles nicht so, wie er sich das wünscht. Ja. Und dann sitzt er da eben zu Hause und ist am Zocken und die Musik ballert, ja, und sein Vater lässt ihm 200 Euro da und sagt, ja, so, hier, ich bumse jetzt die Sekretärin. Ich meine, ich muss jetzt auf eine Geschäftsreise. Also auch er ist ja par excellence und auch mal par excellence positiv und stereotypisiert ist jetzt negativ. Ja, ja. Ja. Er ist ein relativ unbeliebter Außenseiter, der sein Dasein innerhalb einer nicht funktionsfähigen und dysfunktionalen Familienkonstellation ja, fristet. Ja, diese Tatjana begehrt, an die er eben nicht rankommt. Und er ist so eine negativ assoziierte Person, eben auch aufgrund seiner Optik und seiner Präsenz einfach, die er oder sehr... Nicht Präsenz, die er eben negativ daherkommt, weil er halt eben in sich gekehrt zu sein scheint. Was wiederum aus dieser dysfunktionalen Familienkonstellation zu resultieren scheint, ja? Ja. Und deswegen kommt er einfach an diese Tatjana nicht ran. Aber ergo würde ich das auch hier eben unter diesem Abenteuer subsumieren. Eben weil wir hier eine Figur haben, die erst ihre Identität finden muss. Ne? Ja, würdest du mir zustimmen? Ja, würde ich dir auf jeden Fall. Klar, hervorragend. Also das ist ja nein, und ich finde, das ist auch das Gewinnbringende jetzt hier, dass wir diese drei Modelle haben. Roadmovie, Abenteuer und Heldenreise. Und wir das anhand dieses kleinen deutschen Buchs Chick jetzt einfach mal so analysieren können, ohne eben auf Mittelerde zurückzugreifen oder so. Das Wobei ist ja, ich jetzt auch gleich wirklich nochmal gespannt bin, wie du da das Heldenreisenmodell genau drauf legst. Denn klar, Roadmovie ist es, ganz ohne Frage, das haben wir auch eben besprochen. Abenteuer auf jeden Fall auch. Ne? Klar, es ist eine abenteuerliche Geschichte, eben weil es ausbricht aus dem Gewöhnlichen. Ja. Aber wie, die Frage ist jetzt, wie kommen wir da jetzt noch zu der Heldenreise? Denn ich sehe in Chick noch keinen Gandalf. Ja. Noch nicht. Genau, Melon und so, ne? Mhm. Okay, also, machen wir kurz weiter mit dem Film, bevor es zur Heldenreise geht. Da würde ich noch ein paar Punkte abarbeiten wollen. Und zwar, ja, Schleichwerbung von Norma war da drin, wenn du dich dran erinnerst. Da suchen die im Dorf Norma. Erstmal so ein Riesenschild von Norma. Ja, aber Norma ist in dem Sinne keine Schleichwerbung, sondern das steht einfach im Osten genau für den Ach, Supermarkt. Ist es nicht? Nein. Aber wenn in Transformers 5 dann plötzlich irgendwie, was weiß ich, Mercedes vorkommt, dann ist das legitim. Ja, weil der Unterschied ist, in dem Dorf, wo die da gedreht haben, gab es einfach wirklich nur Norma. So, das ist einfach der Unterschied. Oder diesen Tante-Emma-Laden halt. Als ob Norma die Kohle hätte, da Schleichwerbung zu streuen. Nein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da große Gelder geflossen sind. Okay, also diese Schleichwerbung wollte ich nochmal erwähnen. Also danke Norma. Außerdem klauen sie da nicht? Weiß nicht, auf jeden Fall machen... Die klauen da, das ist eine super Werbung. Nein, die klauen da nicht. Die klauen da nicht. Das hast du aus einem anderen Film. Stimmt. Die werden ja eingeladen von diesem kleinen Jungen mit seiner Familie. Stimmt, ja, weil sie dann doch nicht bei Norma essen. Und noch besser. Ja, genau. Naja, wie auch immer. Also danke Norma, wir machen jetzt für euch auch Werbung. Liebe Zuhörer, kauft bei Norma, weil wir Norma toll finden und weil es bei Chick vorkommt und die Chick finanziert haben. Und außerdem gibt es hier gar kein Norma. Aber ist auch egal. Gibt es Norma noch was? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es interessiert mich eigentlich auch nicht. So, das Kostüm- und Szenenbild, das war aber ganz, interessant. Also jetzt nicht sensationell, aber interessant. Aufgrund dessen, dass wir hier vornehmlich Blautöne, Gelbtöne haben und eingespickt mit Grüntönen. Das ist mir aufgefallen. Also der ganze Film war von Blau, Gelb und Grünfarben. Blau und Gelb ist doch Werther. Ja, genau. Im weitesten Sinn. Von Blau, Gelb und Grün geprägt, die ganze Zeit. Also gerade die Kostüme von Chick, das Kostüm, das er anhat, war blau-gelb. Dann immer wieder haben Figuren blau-gelbe Kostüme getragen. Und Mike eben diese Prolljacke, die er ja später Chick schenkt, eben auch als Symbol und Zeichen der Freundschaft. Stimmt, ja. Ja. Genau. Also das ganze Setting war pittoresk, wenn wir es jetzt mal sagen können, obwohl es halt eben 200 Kilometer da rund um Berlin irgendwie war oder in Deutschland. Ja. Das ist halt eben die Strecke, wenn wir aus den Hauptstädten rausfahren und eben Felder sehen. Felder mit diesen Windkraft... Windrädern, mit diesen Windrädern oder halt auch eben deutsche Wälder und deutsche mit diesen Rapsfeldern, das kennen wir ja auch, aber irgendwie wirkt es dann doch in diesem Film auch aufgrund des Inhalts dieser Jugendreise, dieser Jugendreise doch sehr anders, sehr pittoresk. Ja, das stimmt und ich finde auch, also es ist immer sehr, also es sieht auch immer total schön aus, also man, ne? Auch da bin ich dann wieder so drin und denke so, ja, ey, klar, ne, da möchte man auch irgendwie mal langfahren, sich das angucken und so, einfach weil das irgendwie... Ist halt direkt vor der Tür von jedem Deutschen sozusagen. Genau, es ist nichts, wo man 100 Kilometer reisen muss oder wo man eh nie hinkommt, sondern es ist wirklich was, das ist gleich um die Ecke und so schön kann das sein und
so ein bisschen wird es ja auch dann so transportiert. Die sind da gerade so, yeah, wir brechen aus und plötzlich wirkt das alles nochmal schöner. Ne? Und ist vielleicht nochmal mit einem Buntzeichner und sonst wie drüber gewischt, dass das alles nochmal bunter aussieht, als es vielleicht eigentlich ist. Ja. Wie man dann noch später sieht, plötzlich mitten in der Nacht und dunkel und und dann machen sie noch einen Unfall auf der Straße oder was. Und wo das dann so ein bisschen in sich zusammenbricht, dieses ganze, yeah, wir brechen aus Konstrukt. Ja, ich denke, einer der wichtigsten Szenen oder zumindest eine, die emotional sein sollte, weil sie im Buch sehr emotional und sehr sentimental ist. Im Film fand ich eben aufgrund des grottigen Schauspiels kam das überhaupt nicht zustande und auch der Filmsprache, wo sie in den Sternenhimmel blicken und die Analogie ziehen zu diesen Wesen, Insektenwesen auf anderen Planeten, die jetzt genauso sind wie sie und so weiter. Das hat ja doch ein bisschen was Tiefgehendes, finde ich irgendwo. Natürlich kann es auf der einen Seite nur Jugendgelaber sein, aber wenn wir jetzt natürlich hier so hurzmäßig darauf gucken, wie bei Harpe Kerkeling dieses Hurz, und das dann versuchen, hermeneutisch ranzugehen und zu interpretieren, finde ich eben, dass in dieser Szene halt eben noch viel mehr steckt. Ja, eben die Jugend, die träumt und das große Universum und wie klein man im Universum ist. Und dann kommst du wieder und sagst, oh, Showdown Tell, ich will nicht nur einen Sternenhimmel sehen und wie die labern. Ja, deswegen meine ich, es war filmsprachlich absolut bescheuert umgesetzt, wie sie da liegen und so, das hätte man auch anders und viel besser meines Erachtens inszenieren können. Wie denn? Wie denn? Ja. Oh, soll ich dir jetzt sofort eine Alternative? Ich hau noch mal was raus. Okay. Also beispielsweise war das ein Topshot von den, also die beiden lagen in Topshot und du sahst, wie die beiden eben nebeneinander liegen. Da haben wir wieder diese homosexuelle Tendenz drin, die ja wieder im Film wieder immer wiederkehrt, ja. Stimmst du mir da überhaupt zu? Nicht wirklich. Okay, da nicht? Nein, weil es geht die ganze Zeit um das Mädchen und später treffen sie ein anderes Mädchen. Nein, darum geht es. Nein. Mike, guck mal, es geht ja um Mikes Identität. Und darauf wollte ich ja später zu einer Heldenreise sprechen kommen. Es geht ja um Mikes Identität. Ja, klar. Er steht auf Tatjana. Ja. Die ganze Zeit über. So, dann kommt Chick, der irgendwie erstmal geschlechtslos zu sein scheint, weil er keiner auf der Party anmacht oder weil er generell irgendwie mit Mädchen nichts zu tun hat, dann aber mit dem Mike loszieht. Er gibt ihm aber Tipps, was Mädchen angeht. Also so ganz... Ach so, ja, dementsprechend. Okay, ja gut, er gibt ihm Tipps und so. und am Ende überlegt ja Mike, ob er homosexuell werden soll oder nicht. Das ist halt eben dieser Punkt. Und dazu will ich aber in der Heldenreise-Schema gleich kommen. Was ist das denn? Hast du das explizit gemacht? Ja, ja, klar. Hä? Weil Chick outet sich ja später als homosexuell in der Geschichte. Ja. Und dann überlegt Mike, ob er es eben auch werden soll, weil die Welt dann für ihn einfacher wird. Anscheinend ja, so. Ja, aber es ist ja keine, und es ist eher so eine jugendliche Findungsüberlegung und kein ernsthaftes... Ja, aber wenn wir... Das ist es auf den ersten Blick, aber wenn wir jetzt tiefer einsteigen, narrativ und quasi das Ganze ein bisschen... literarisch / hermeneutisch betrachten, werden wir da finden, würde ich jetzt sagen, dass das ein, dass es halt dieses Identifikatorische ist, worum es hier geht. Deswegen habe ich auch eben die Definition zum Abenteuer und Genre, zum Roadmovie vorgelesen. Ja. Ja? Also Entwicklungsgeschichten. Mhm. Und wir haben die Metapher der Straße und das gehört ja zu der Jugendentwicklung. Ja, aber sehe ich so, also nee, sehe ich trotzdem so nicht. Nein, ich will das jetzt nicht sagen, dass es der ganze Film behandelt, aber es spielt damit eine Rolle. Du kannst jetzt nicht sagen, dass es keine Rolle spielt, denn es wird explizit im Film aufgegriffen. Ja, aber es spielt nicht für den Charakter Mike eine explizite Rolle. Würde ich sagen. Nee. Weil, ne? Nee, nicht über den ganzen Film spielt es für Mike eine explizite Rolle. Das stimmt nicht, nein. Er ist ja in Tatjana verknallt. Das meine ich. Deswegen meinte er das Bild. Und später in Isa, obwohl er das sich nicht zugeben will. Nicht eingestehen will. Und das ist so. Ah. Ja, das müssen wir jetzt nochmal drüber sprechen. Das sind die beiden Personen, die für ihn wichtig sind. Chick ist für ihn nur deswegen wichtig und eine Bezugsperson, weil der ihm hilft, daraus auszubrechen, weil der ihm neue Sichtweisen und Perspektiven gibt. Der ist aber keine erotische Fantasie oder irgendwie sowas von ihm oder auf einer sexuellen Ebene interessant. Ja. Sondern das sind die beiden Mädchen, die für ihn nacheinander interessant sind. Erst diese, sag jetzt mal in Anführungsstrichen, perfekte Tatjana, die all das symbolisiert, was klassisch mit schönen Mädchen oder Frauen assoziiert wird. Und dann Isa, die da komplett rausbricht und ganz anderes, also überhaupt nicht eines dieser Klischees erfüllt und schmutzig ist und sonst wie, die aber für ihn plötzlich auch interessant ist und auf eine ganz andere Art. Und das sind die beiden... weiblichen Bezugspersonen, die er da hat und die er interessant findet. Und also weil das homosexuelle anzubauen, finde ich, ist für Mike zu viel. Okay, das war gewinnbringend, danke. Da stimme ich dir ausnahmsweise. Oha, ich stimme lasse mal ausnahmsweise zu. Nein, wie bin gut, ich das jetzt... ist auf
aufgenommen haben. Ja, diese, nein, wie bin ich darauf gekommen? Eben weil die beiden halt nebeneinander liegen, ja, und in den Sternenhimmel schauen. Ja. So, und das ist jetzt nicht Männlein und Fräulein, die in den Sternenhimmel schauen und alles romantisch ist, wie wir das vielleicht aus anderen Filmen kennen oder so, sondern da liegen halt eben zwei Jungs nebeneinander schauen in den Sternenhimmel und sinnieren. Jetzt kommt was natürlich eben auf, kommt drauf an, wie man es jetzt, wie man es jetzt hermeneutisch betrachtet. Wir können sagen, gut, das sind jetzt wirklich zwei enge Freunde, die in den Sternenhimmel gucken und über Gott und die Welt nachdenken. Und deswegen ist so, und wie man das jetzt anders hätte darstellen können, vielleicht einfach noch, indem man mehr Nahaufnahmen hätte da reinbringen können oder das Ganze vielleicht noch ein bisschen mehr märchenhafter gemacht hätte und nicht so realistisch, vielleicht fand ich einfach diesen Realismus in dem Moment auch nicht so prickelnd. Ja. Das hätte ich dann vielleicht noch gemacht, ja. Mhm. So ein bisschen träumerischer inszeniert oder so, ja. So Life, ja, okay. Life of Pi mäßig. Ja, vielleicht, aber. Genau. Also es gibt ja auch über, wenn wir gerade an diese Sterngeschichten denken oder so, wo Menschen über Firmamente laufen oder so, hier war wie bei Salazars Rache, Fluch der Karibik, wo plötzlich eine ganze Insel das Universum zu sein scheint, ja, und ja, sich der Nachthimmel darauf reflektiert. Unheimlich tolle Bilder, träumerische, malerische, pittoreske Bilder, aber Chick war mir hier irgendwie zu, ja, emotionslos auch, eben durch die ganzen Komponenten, Schauspiel und so weiter. Der Podcast wird übrigens jetzt wohl ein bisschen länger gehen, wir sind gerade schon bei 50 Minuten, aber 40. Macht ja nichts, 40, 50 Minuten. 40. Ja. 40. Okay, kein Problem. Ne? Aber eben, wir sind ja auch jetzt, also wenn ich auf deine Liste gucke, sind wir ja schon relativ weit bei dem, was du dir da noch aufgeschrieben hast, und wir kommen dann gleich auch nur noch ein bisschen zur Heldenreise. Ja, nicht nur ein bisschen. Oh, okay. Mal gucken, wann die Zuschauer abschalten, wir sehen das ja. Genau, genießt es einfach, genießt es, ja? Ja, Zuschauer, sage ich auch schon, Hörer. Zuhörer. Ja. So, die Filmmusik fand ich auch nicht gewinnbringend, also auch eine Komponente, wo ich sagen muss, ja, negativ, es war, irgendwie waren das Pfeifen, dann haben wir da mal Chor gehabt, Xylophon und Glöckchen, meine ich, gehört zu haben, also ich bin da nicht der Experte, jetzt jedes Musikinstrument herauszukristallisieren oder herauszuhören, aber ich fand, es war nett und unterhaltsam, irgendwie infantil auch, ja, das war ja auch okay, aber es hat mich emotional nicht mitgetragen, beziehungsweise hat es den Film nicht auf einer emotionalen Basis unterstützt. Dazu war die Musik zu belanglos, genauso wie das Schauspiel. Ja, also würde ich jetzt nichts gegen sagen. Ich überlege gerade, ich kann mich nicht groß an die Musik erinnern, also war sie wahrscheinlich nicht besonders. Ne? Nee, also emotional auch nicht. Man hätte den Film durch die Filmmusik noch so retten können, meines Erachtens, noch so viel reinbringen können, noch so viel mehr Gefühle reinbringen können und Emotionen durch die Musik, die ja so viel dazu beitragen kann. Und dann die Musik so komisch belanglos zu machen, so wie so ein Kindergarten-Windspiel-mäßig, das war nicht so meins, muss ich sagen. Ja. Ne? So, auch viele popkulturelle Verweise waren in diesem Film drin. Unter anderem steht Mike dann vor dieser Windmühle und sagt einfach nur Transformers. Da dachte ich, ja. Nein, also viele popkulturelle Verweise. Also Mike sagt Transformers. Dann klettern sie mit Isa da irgendwie so eine Höhle entlang und da wird gesagt, sieht aus wie bei Game of Thrones. Game of Thrones oder so. Nicht Game of Thrones oder so. Also nicht, dass ihr nicht denkt, ich wisse nicht, was Game of Thrones sagt. Ich weiß, was das ist. Ja. So, oder auch GTA wird da genannt oder diese ganzen Video- und Konsolenspiele, die da vorher gespielt werden. Ja, ja, klar. Gut, da sind halt einfach nochmal so popkulturelle Verweise, die da stattfinden. Aber das, ja, das funktioniert ja so. Also ich finde, das wirkt auch nicht reingekünstelt, sondern authentisch. Also so wie er zockt zu Anfang sowieso. Und genau. Und auch diese anderen Verweise, das wirkt genau so, wie das jemand, eben Jugendlicher, so sagen oder erkennen würde. Genau. Also das passt alles. Ganz schön traurig, wenn ein Jugendlicher vor einer Windmühle steht und sagt Transformers. Ja. Wisst ihr, warum das traurig ist? Er hätte sagen müssen Optimus Prime. Okay, gut. Entschuldigung, das war die einzig qualifizierte Bemerkung, die man machen konnte. Ah, danke. Lasse. So, dann, was ich im Buch toll fand, das war eine Textpassage. Da ist, ich kann es jetzt nicht direkt zitieren, ich kann es nur beschreiben. Kannst du sagen, wo dann? Kann ich mir mal gucken, während du erzählst. Da ist Mike auf einem Parkplatz, ein Bus, und da steigen ganz, ganz viele Rentner aus. Und Mike sagt, die Rentner sind alle in beige angezogen, also so beige Rentner. Und er wüsste nicht, warum immer alle Rentner in beige herumlaufen. Das ist so geil, ja. Das ist, genau, das ist geil, das ist cool. Das hat eine gewisse Tragikomik, finde ich auch, oder auch Sentimentalität. Du merkst einfach an dieser Anmerkung, die Herrndorf reinstreut, wie sehr Mike reflexiv auf seine Umwelt reagiert und wie er sich auch Gedanken um seine Umwelt macht. Und wir als Leser können uns gleichsam
damit beschäftigen im Sinne, dass wir auch einen Impuls kriegen, darüber zu reflektieren. Warum ist das so? Da uns ist es auch mal aufgefallen. Und Lasse hat eben gerade drüber gelacht, als ich gesagt habe, klar, es ist lustig, aber es hat auch eine gewisse Tragik irgendwo an sich. Gerade weil es so eine jugendliche Reflexion eben darstellt, ne? Im Diegetischen. Und ist wirklich so. Achtet mal drauf. Rentner tragen immer beige und sehen immer gleich aus. Ich war jetzt in jüngster Zeit häufiger mal hier in so einem Park hier, Herrenhauser Gärten. Er war im Altenheim zwischendurch. Ja, genau. Mal schon mal umgucken. Ne? Schon mal einen guten Platz sichern. Nee, und da ist mir das auch nochmal wieder aufgefallen. Rentner sehen wirklich immer alle gleich aus. Oder im Urlaub auch. Immer so komische Fischerwesten. Ja, Fischerwesten immer alle dieselbe dunkle, nicht so richtig gut sitzende Anzughose an. Und ja, ne, ja, dann eigentlich alle immer auch dieselbe Art von Hemd, wenn nicht sogar dasselbe Hemd. Immer kurzärmelige Oberhemden, was an sich, also ich finde ja schon ein No-Go ist, aber ja, sowas. Also die Rentner sehen immer alle gleich aus, das ist einfach so. Und auch da wieder sehr schön beobachtet. Ich trage gerade ein Hemd, ein langärmeliges Hemd, das ich zum Glück nur hochgekrempelt. Es ist nicht kurzärmelig. Und ich trage auch gerade keine beigen. Obwohl, nein, ich trage keine, gerade nicht, es hängt eine beige Jacke draußen. Du bist ja auch schon alt, das ist okay, du musst dich ja auch schon mal ein bisschen akklimatisieren. Oh, herrje. Auf jeden Fall, auf jeden Fall war das im Buch für mich so eine Catching-Attention-Phrase, ne? Die mich irgendwie zum Nachdenken angeregt hat. So, jetzt sehen wir das im Film und da hat Akin einfach nur Statisten in beige Kostüme auf diesen Parkplatz gesetzt und die laufen einfach nur rum. Also hat er das zwar aufgegriffen, klar, weil so als Setting, aber er hat nicht das, was dahinter steckt, die Denotation, die hat er nicht erfasst und rüberbringen können. Einfach nur Konnotation, ja, okay, da stehen beige Rentner auf Parkplatz, klar, hau ich rein als Statisten, lass sie da rumlaufen. Aber wirklich diese Essenz, die denotativ in diesem Passus drinsteckt, die wurde überhaupt nicht vermittelt. Auch da sehe ich es anders, denn er hat in dem Moment, wo er die reinbringt und überhaupt Statisten hat, die diese Klamotten anhaben, wenn er nicht erkannt hätte, dass das wichtig ist und inwiefern das wichtig ist, hätte er sie doch gar nicht reingenommen. Nein, er hätte aber auch, er hätte den denotativen Teil, hätte er auch mit reinbringen können. Sei es jetzt halt, was schlecht gewesen wäre, eben über Off-Voice oder über eine Nahaufnahme, Mikes Augen fixieren dann am Gegenschuss eben so zwei Ältere und Mike regt das irgendwie zum Reflektieren an. Wir merken, dass Mike über das Alter vielleicht kurz reflektiert. Wie ist er, wenn er alt ist oder so? Beispielsweise nur. Mhm. Und das hätte man noch einbringen können. Sowas wäre gewinnbringend gewesen. Das meine ich mit filmischer Erzählmomente. Und die gab es in diesem Film nicht. Das war alles nur Schauspiel und Telling. Schlechte Schauspiel und Telling. In your face, Lasse. Ja, weiß ich nicht. Also ich bin eher der Meinung, das läuft so unter in Anführungsstrichen Fanservice. Also Leute, die das Buch gelesen haben, erkennen es und denken sich, ah cool, er hat es da nochmal reingenommen und denken dann dran. Und für alle anderen wäre es zu viel, da jetzt noch ein Fass aufzumachen. Er muss ja auch sehen, dass er nicht 7 Stunden da im Film hat. Ja, es wurde ja auch sehr, sehr viel gestrichen. Aber dazu können wir jetzt kommen. Und zwar, Lasse, würde ich gerne jetzt mit dir die Story einfach mal systematisch aufdröseln. Ich würde sie jetzt nicht nochmal ganz besprechen. Nein, nicht ganz besprechen, aber systematisch aufdröseln und unter die Heldenreise subsumieren. Wo sind die einzelnen Stadien? Ja, vorher möchte ich noch wissen, warum hast du Lee Pace aufgeschrieben? Ich hätte gesagt, wisst ihr, wer diesen Film retten könnte? Lee Pace hätte diesen Film retten können. Meinst du, als Mike oder meine Damen und Herren? Nein, also eigentlich als Vater von Mike. Einfach nur so als Nebenrolle oder als Klassenlehrer. Als Polizist, als Klassenlehrer hätte er alle Rollen spielen können. Er hätte diesen Film einfach gerettet. Also wirklich, warum Lee Pace bist du auch nicht mal hier in Deutschland? Komm mal rüber. Dreh mal einen Film. Er hätte auch Regie führen können. Ja, er hätte Regie führen können. Also nein. Im Tranduil-Kostüm. Ja, auf jeden Fall ja. Im Tranduil-Kostüm. Warum nicht? Ja. Bin ich bei dir. Nein, also Lee Pace hätte sich auch gut als Chick gemacht und als Mike und alle als fragen Isa. Sich jetzt, warum reden Sie über Lee Pace? Nein, Lee Pace gehört einfach dazu. Lee Pace ist cool, der muss damit spielen. Doch, ja, ne? Stimmt. Ist ein Evergreen. Gut. So, Heldenreise. Ja. Aber. Lange angeteased jetzt mit Daniels große Stunde. Meine große Stunde, nein, aber du sollst auch viel dazu beitragen, weil ich jetzt auch gerne dein ganzes Filmwissen abrufen würde und du, weil das machen wir auch in unserem Podcast ganz gerne, dass wir immer wieder andere Filme noch einbeziehen und auch vergleichen machen. Also was ist jetzt eigentlich die Heldenreise? Kurz eine Definition für die, die es vielleicht noch nicht wissen. Ja, es handelt sich bei der Heldenreise eben um einen Auszug des Protagonisten aus seinem gewohnten Territorium hinein in eine Odyssee mit sämtlichen charakteristischen Wegstationen, die
die ich später noch auflisten möchte, archetypischen Charakteren und Wegbegleitern, sowie Hürden und Quests, welche schließlich nach einem Finale mit der Rückkehr des Helden in seiner gewohnten Welt endet, wo er dann gegebenenfalls für seine Heldentaten glorifiziert wird oder halt eben einen charakterlichen Wandel vollzogen hat. Ne? Ja. So, und ich habe eben jetzt schon genannt hier Herr der Ringe, beispielsweise Frodo, Luke Skywalker, ist klar. Hast du da noch was parat? Ja, Children of Man beispielsweise ist mir noch eingefallen. Also du findest in sehr, sehr, sehr vielen Filmen dieses Heldenreisenmuster. Selbst im Buch von Christopher Vogler, die Odyssee des Drehbuchschreibens, da sagt er auch, Titanic ist eine Heldenreise, Pulp Fiction ist eine Heldenreise. Ja, hier, wie heißt es gleich noch? Hier, Sperma Lawrence. Ja, wenn du schnippst, weiß ich es jetzt nicht. Entschuldige. Du kannst ja kurz drüber nachdenken. Du weißt doch, welches ich meine. Das, was sie, die Trilogie, die große, die jetzt in vier His Dark Materials? Hä? Ach so, die Tribute von Panem. Ja, genau. Ja. Die Tribute von Panem ist durchaus, ja, natürlich klar, ist das eine Heldenreise. Ja, also das wäre noch so ein großes Ding. Genau. Harry Potter. Ja, also genau. Klar, alles. So, und die Heldenreise jetzt, wenn wir diese ganzen Cluster, die wir jetzt eben bedient haben, wenn wir die jetzt mal kombinieren würden, die Heldenreise ist also der narrative Überbau der meisten Abenteuergeschichten. So, und das Ganze hat damals eben dieser Mythenforscher Joseph Campbell herausgefunden, in den, ich möchte jetzt nicht lügen, so 50er, 60er Jahren, vielleicht auch noch 70er Jahren, hat er das erstmal so auf Papier gebracht, so. Und der Christopher Vogler transferierte die von Campbell herauskristallisierten universalen Stadien der Heldenreise. Es ist wie so ein Muster, ne? 1, 2, 3, 4, 5 bis und so weiter. 12, glaube ich. Ja. Und hat das dann auf den Erzählfilm transferiert. Und dieses Konzept basiert aber wiederum substanziell auf den Erzählstrukturen von Mythen. Also das hat ja der Campbell herausgefunden. Mhm. Und dient zur geschickten Formgebung einer Narration mit hoher Wahrscheinlichkeit universeller Zufriedenheit, ja. Sonst würden wir Star Wars nicht gucken oder irgendwie der Herr der Ringe. Also das Muster ist halt so universell und so in den Mythen und in den Geschichten verankert. Übrigens weltweit und eben global. Ja, das ist ja wie das, was ich irgendwann schon mal sagte mit den Zahlen, dass man immer 3, 7 oder 12 hat, diese Märchenzahlen, die in Märchen auftauchen und die in ganz vielen Filmen immer wieder, ne, dass es irgendwie 3 Gegenstände zu finden gilt oder eben 7. Ja. Und das, ne? Ja, genau. Also sowas ist ja die Heldenreise. Richtig, auch, genau. So, und das hat dann auch eine befriedigende Wirkung. Und deswegen ist das so ein tolles dramaturgisches Mittelrezept und Muster für Filmemacher, das zu bedienen. Oder halt auch eben für Literaten, ne? Ja. Keine Frage. So, jetzt wollen wir das Ganze doch mal auf Chick beziehen. Bevor ich jetzt anfange, hier zu referieren über die Heldenreise, wie würdest du Lasse denn selbst von dir aus sagen, wenn du jetzt erstmal vielleicht gar nicht so viel über die Heldenreise weißt oder über die Stadien, wie würdest du selber jetzt erstmal Chick subsumieren unter die Heldenreise? Also ich würde nicht sagen, dass es ein Heldenreisen-Roman oder auch Film ist, weil es erstmal keinen Grund gibt für Heldentum. Also es gibt keine akute Bedrohung, es gibt keinen Voldemort, es gibt keinen Sauron, es gibt keine Hauptstadt mit bösen, komisch angezogenen Leuten wie in Tribute von Panem. Das haben wir alles nicht. Es gibt also keinen Grund dafür, dass ein gewöhnlicher Mensch irgendwie aus der Masse heraustritt und ein Held wird. Mhm. Wir haben, gut, wir haben zwar Chick als Person, die Mike aus seiner gewohnten Umgebung rausführt. Was wir aber nicht haben, ist ihn als Mentor. Also klar, er orientiert sich so ein bisschen an dem und vieles guckt er sich ab, weil er älter ist, aber er übernimmt keine weise Mentorenfunktion mit Voraussicht oder sonst wie wir Gandalf haben, wie wir Dumbledore haben. Das fehlt. Aber ganz kurz, aber eben dieser Ausbruch aus der normalen und ich meine von dieser Adoleszenz geprägten Welt, da ist ja eben was vorgebaut. Durch diese infantilen spontanen Handlungen außerhalb der gesellschaftlichen Norm kennzeichnet das doch das Abenteuer. Und das ist eben die erste Phase der Heldenreise. So, wir haben, aber da würde ich genau trennen, weil wir vorhin das Abenteuer hatten. Ja. Und jetzt die Heldenreise. Das ist ein Abenteuer, da sind wir uns schon einig. Es ist aber keine Heldenreise, weil für eine Heldenreise muss die Person ein Held werden. Sonst wäre es nicht Heldenreise und er wird kein Held. Er ist am Ende kein besonders toller Mensch, der irgendwas ganz besonders Tolles geschafft hat, sondern er hat ein Auto kaputt gefahren, sich verletzt und ist im Gefängnis. Beziehungsweise nicht im Gefängnis, aber auf der Polizeistation. Ja, da widerspreche ich dir vehement. Denn das Abenteuer, beziehungsweise das Heldensein, stell dir das jetzt nicht so plakativ vor, dass da jetzt jemand wie Herkules dann da am Ende steht mit Schwert und Schild und so weiter und dann glorifiziert wird von allen. Es kann ja auch eine innere Reise sein. Aber dann ist es für mich keine Heldenreise mehr, sondern eben
das, was wir eben hatten. Road Movie, ein Abenteuer. Okay. Wir suchen ja eine Trennlinie. Also es würde ich genau da ziehen, ja, wo kein Held vonnöten ist und wo er auch nicht Held wider Willen oder so wird, sondern er ist kein Held. Und er bleibt das auch nicht. Er tut auch niemandem irgendwas Gutes. Das, klar, muss das nicht die Welt retten sein. Es könnte auch sein, dass er, weiß ich auch nicht, einer Oma über die Straße hilft, aber auch das macht er nicht. Nein, aber wir haben Mike. Er wird kein Held oder hat irgendwelche heldischen, heroischen Attribute an sich. Doch, auch am Schluss nicht. Doch, und zwar wird er ja, wie ich eben meinte, vom Außenseiter vom Loser, zum Psycho, wie ihn die Leute nennen, zum Held am Ende. Er wird beachtet am Ende. Das meine ich ja. Held ist hier ja eine Metapher. Das ist ja indirekt gemeint. Und er hat seine Identität gefunden. Aber das röseln wir doch gleich anhand der Stadien mal aus, ja? Ja, ja, das, wie gesagt, das, also du hast mich nach meiner Meinung gefragt, die habe ich dir gesagt, denn also für mich ist das überhaupt, also ne, ist das eben keine Heldenreise. Es ist Abenteuer. Ja, es ist Abenteuer und er macht eine große Wandlung durch in sich, klar, er affektiert aber die Welt außerhalb von sich damit nicht und seinen eigenen Charakter formt er auch nicht dahingehend, dass er ein positiv assoziierter Mensch wird, sondern er verändert sich für sich ganz viel und gewinnt daraus für sich individuell viel, aber nicht für die Gesellschaft oder für irgendjemand anderen, für den Helden, für die Helden ja erst dann zu solchen werden. Ja, was das Abenteuer betrifft, sagt Fritze auch, dass das Abenteuer hier nicht... Das ist der, den ich eben zitiert habe, okay, aus dem Abenteuerbuch. Mhm. Und der sagt eben... Wer ist Fritze? Ist das der aus dem Film? Ist das Lee Pace? der sagt, dass das Abenteuer hier nicht der Weg zur Freiheit, sondern der Sturz in die Freiheit und ein Wagnis auch darstellt. Und dieses kann der Abenteurer nur mit anderen bürgerlichen Pflichten, zumindest zeitweise, enthobenen Menschen teilen. Und im Fall von Mike als Held der Geschichte fungiert Chick als eine von den gesellschaftlichen Pflichten losgelöste Figur, welche Mike den Weg ins Abenteuer öffnet. Deswegen würde ich jetzt konterkarieren und sagen, Chick ist doch irgendwo eine Mentorfigur in dieser Hinsicht. Okay, in dem Sinne, dass das aufbricht, ja. Aber wie geht es dann weiter? So, fangen wir doch jetzt chronologisch an. Ja, machen wir doch mal die Lasse Frage. Und ich ziehen jetzt los, packen unsere Rucksäcke und wir beginnen mit. und begeben uns jetzt auf die Heldenreise. Billige Synthesizer aus den 80ern. Okay, ja. So, wir befinden uns jetzt noch, Lasse, ist das nicht hier herrlich? Wir befinden uns noch in der gewohnten Welt. Ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden, aber auf Dauer ein bisschen langweilig. Chip, chip, chip. Oh, die Vögel zwitschern, die Sonne scheint, Kinder spielen. Anfangs residieren wir hier in unserer regulären, von meist zyklischen Prozessen determinierten Welt, oder Lasse? Ja. Wir putzen Zähne. Ja, mein Zähne. Zyklus, was? Nicht dieser Zyklus. So, und hier werden wir beide jetzt erstmal so charakterisiert, ja? Ja. So, also wir sind jetzt hier in unserem trivialen Milieu, hängen hier so ein bisschen rum. Und sind mein Milieu nicht als trivial bezeichnen. Und sind gefangen in unserem Monoton. Dann wärst du Teil des Trivialen. Scheiße, Mist. Und sind dann gefangen in unserem monotonen Fluss des Lebens, ja? Und irgendwie müssen wir jetzt herausbrechen in eine neue, in eine abenteuerliche, in eine obskure Welt. Okay, ja? Und das machen wir wie? So, und jetzt vergleichen wir das erstmal mit Chick. Und ja. So. Also, ich denke, das ist allen klar geworden schon. Dass wir das jetzt mit Chick machen. Ja, ja gut, Mike ist ein Außenseiter, ganz normales Leben, Lasse hat es gerade alles erläutert, ne? Er in seiner Villa und so. Genau. So. Jetzt kommt aber... Henrik? Henrik ist der Katalysator, ganz klar. Ach so, bei uns jetzt? Ja, uns ist das Henrik, weil Henrik bekannt ist im Podcast. Henrik. Und ansonsten niemand. Und doch, Lee Pace. Ja, nee, aber wie soll denn jetzt, der ist ja Quatsch. Henrik, okay, also Henrik. Henrik ist der definitiv Gandalf bei uns. Na, alles klar. Henrik ist unser Gandalf. So, und dann kommt jetzt der zweite Schritt der Heldenreise, der Ruf des Abenteuers. Mhm. Ja? Ja. Okay, gut. So, also wir haben jetzt Probleme und Herausforderungen, mit denen der Held konfrontiert wird und er muss sich jetzt irgendwie auf das Abenteuer einlassen und Vogler postuliert, dass die Aufforderung zum Abenteuer schon offenbart, um welchen Preis es gehen wird. Ist das bei Chick so? Nee. Eigentlich nicht. Nein, das meine ich. Vielleicht um Mikes Freiheit. Vielleicht. Ja, nee, aber das ist ja, das kann ja nicht zum Selbstzweck sein. Denn Freiheit ist ja das, was daraus resultiert. Das kann ja nicht auch der Grund sein. Mhm. Also, und auch da sehe ich den Unterschied. Gandalf kommt und sagt, fuck Leute, die Welt geht sonst unter, Sauron ist super böse. Oder er sagt einfach, nee, er klopft an Bilbos Tür, gehen wir ein Buch zurück oder vor. Ja. Er klopft an Tür und sagt, the world is out there, the world is ahead. Ja. I'm going on an adventure. Ja, genau. Auch Drachen, tralala und so, eben. Ja, und, also meinst du, in Chick ist das nicht so? Nee.
Wir haben ja keinen Grund für ihn. Was? Der Ruf des Abenteuers? Ja, aber wir haben keine... Also, du hast ja gerade noch mal... Genau. Also, worum es geht, um welchen Preis es geht. Richtig. Und es ergibt keinen Preis für ihn. Genau. Vielleicht die Freiheit, hätte ich jetzt eben noch nicht gesagt. Ja, aber wie gesagt, das ist schon die Konsequenz dessen. Okay. Das kann nicht Selbstzweck sein. So, dann haben wir... ich werde jetzt gesagt, dass... das ist jetzt eben in Chick, der Ruf des Abenteuers ist ganz eindeutig der Chick, der bei Mike vor der Tür steht und sagt, hey, wir wollen jetzt losdüsen. Im Buch ist es das Zitat, und wenn wir einfach wegfahren, Fragezeichen, so, ne? Jetzt haben wir, ja gut, und jetzt würde Henrik zu uns kommen und sagen, Leute, lass mal PlayStation spielen. Das ist der Ruf unseres Abenteuers, oder? Ja, richtig. Ist das langweilig? Lasertag. Lasertag spielen, ja. Okay. So, der dritte Weg der Heldenreise ist die Weigerung, der widerstrebende Held oder auch der Aufbruch, je nachdem, wie man es sehen möchte. Und genau das tut ja Mike auch. Also es ist so, als würde jetzt zu Henrik sagen, nein, wir wollen ja noch nicht zum Lasertag. Wir sind ja gerade am Podcasten. Ja, genau. Ja. So, und die Weigerung haben wir auch in Chick. Zumindest im Buch, und da sagt Mike, nimmt das Mike erstmal nicht ernst, aber das tut er im Film auch, der sagt erstmal, was? Chick, wie jetzt? Und so weiter. Mhm. Ne? Genau, und er wollte halt auch, wie das richtig zur Geltung kommt, ist, dass, Mike dem Chick beweisen will, dass es die Walachei eigentlich gar nicht gibt, also die ergo gar kein Ziel haben können. Mhm. Ja, das ist einfach die Weigerung. Hey, es gibt gar keine Walachei. Ja. So. Dann haben wir der vierte Schritt, Lasse, und jetzt kommen wir eigentlich offiziell zu Hendrik oder zu Lee Pace, und das ist der Mentor, also der weise alte Mann und übernatürliche Hilfe. Also jetzt tritt irgendeine besondere Gestalt in Erscheinung und begleitet den Helden. Auch das ist ein Ding, wo ich das gerade bei dir nochmal sehe. Übernatürliche Hilfe. Alles, was wir genannt haben, woher was mit Heldenreise in Verbindung steht, ist immer was Übernatürliches. Auch das haben wir hier nicht. Auch deswegen ist es vielleicht für mich so schwierig, das als Heldenreise anzunehmen zu können, weil eben nichts Übernatürliches da ist. Ne, muss ja auch nicht. Das ist ja keine kosmische Hilfe oder keine göttliche Hilfe oder keine Deus Ex Machina, wie im alten, also wie im archaischen Sinne oder wie weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das ist es ja nicht. Ja. Sondern wir haben ja, der Film ist ja realistisch und du kannst ja in einem realistischen Setting ja auch trotzdem die Heldenreise drin haben. Ja. So, es kann eine Heldenreise ja tatsächlich sein, wenn wir zum Lasertag gehen wollen. Ist das für uns zumindest partiell oder sind da Elemente der Heldenreise drin? Ganz klar. Ja, nur ob wir da jetzt eine innere Wandlung vollziehen, weiß ich nicht. Genau, richtig. Und das ist auch der Punkt hier. Klar gibt es da Elemente, klar gibt es diese Weigerung, klar gibt es diese gewohnte Welt. Es gibt aber auch Teile eben, die nicht vorhanden sind, weshalb das für mich Stand jetzt noch nicht ausreicht. Aber zum Beispiel Sportfilme oder sowas, ja? Ja, klar. Hier so Southpaw oder, das sind ja auch Heldenreisefilme in dieser Hinsicht, ne? Ja. Und die spielen ja auch in der Realität und sind ja ohne kosmische Hilfe. Ja, aber da haben wir es auch immer. Also denk nicht nur an Fantasyfilme oder Sci-Fi, das nicht, ne? Nein, nee, aber ne, trotzdem haben wir da dann klassischer, da haben wir dann eben einen Mentor immer, den man auch als solche bezeichnen kann. Ja, so Gandalf ist natürlich hier absolut das Vorzeichen. Ja, aber wir haben auch einen Southpaw. Obi-Wan Kenobi. Ja. In Southpaw ist es Denzel, ist es? Nee. Wie heißt er gleich? Denzel Washington meinst du? Nee, das ist der Saw Gerrera spielt. Ah, ja, ja. Ich weiß, ja, genau, ja. Ja. Jetzt wissen wir Saw Gerrera, aber den Namen des Schauspielers habe ich gerade nicht parat. Der letzte König von Schottland. Meine Güte. Ist das peinlich. Ja. Forrest Whitaker. Ja, stimmt. So, Gott sei Dank haben wir das hier noch gelöst und geklärt. dank einer Deus Ex Machina. Mhm. Also jetzt sind wir beim Mentor. Was macht der Mentor? Er motiviert den Helden, er regt ihn an, er leitet ihn, er bildet ihn aus und übergibt ihm Hilfsmittel oder Gaben. Ja? So, und ich würde jetzt sagen, dass Chick erstmal... Die Karre? Na, Chick ist auch, weil er... Chick ermöglicht doch Mike das Abenteuer. Unter diesem Vorsatz, seinen Großvater in der Walachei besuchen zu wollen. Ja, das schon. So, Zitat. Und wenn wir nicht einfach wegfahren, oder wir könnten meine Verwandtschaft besuchen, ich habe einen Großvater in der Walachei, das ist halt der Impuls. Deswegen könnte man ihn als Mentor nennen. Ich finde, aber wer noch ein Mentor sein könnte, ist die Isa. Dafür tritt sie zu spät in Erscheinung, im letzten Drittel ja. Na, das muss ja nicht sein. Übrigens habe ich Isa immer so als Chavette gesehen. Ist ihr das im Film auch? Chavette? Ja, so eine Assi-Frau. Im Film war sie mehr so, weiß ich nicht. Das war nicht so die richtige Assi-Frau. Ja, schon. Klar. So, das genau. Ist ja auch Wahnsinn. Aber sie sagt. Abgerissen. Sie wohnt auf der Müllkippe, Mann. Ja, gut, ist eine Chavette. Aber, die sagt ihnen, wo es lang geht. Und Vogler sagt auch, Mentoren sind eben die dem Helden zeigen, wo es lang geht. Und das tut Isa. Aber sie hilft denen mit dem Öl.
Wir haben hier aber Schritte. Ja gut, wenn wir es nach den Schritten betrachten. Und da haut das einfach nicht hin. Der Mentor muss diesen Impuls geben, bevor es losgeht. Und deswegen haut Chick. Isa nicht als... Also ja, Chick. Chick haut als Impulsgeber hin, aber nicht als Mentor in dem Sinne, wenn wir Mentor im Wortlaut nehmen. Ja. Ja gut. Das ist selber zu durcheinander. Chick macht ja auch Mark bewusst, dass dieser kognitiv fortgeschrittener ist als andere Jungs. Oder nicht? Nein, nee, der will nur imponieren und ihn überzeugen. Okay. Würde ich sagen. Ja gut, er sagt, die Mädchen mögen dich nicht, weil sie Angst vor dir haben. Damit weiß er schon mal einen Schritt mehr als der Mike, ne? Mhm. So, und so. Jetzt Gaben oder Hilfsmittel muss ja auch nicht materiell sein, es kann auch immateriell sein. Und in Chick ist es das freundschaftliche Vertrauen Mikes gegenüber Chick, als er diesen die Zeichnung für Tatjana zeigt und Chick erkennt, dass Mike tatsächlich Gefühle für Tatjana und für Mädchen hat. Und diese Geste kann als endgültige Einladung in den Freundeskreis verstanden werden. Und ebnet damit eben das Abenteuer der beiden Jungs. Ja, aber auch da, also ich finde, da muss mehr sein. Also das ist immer so wie du eben sagst, ja, okay, der Preis, den er erkämpfen kann, ist die Freiheit. Und auch hier, okay, die Freundschaft zum Mentor, die muss aber schon gegeben sein, weil der Mentor kommt zu ihm und will ihn überzeugen. Mhm. Und dann kannst du nicht noch sagen, ja, und die Freundschaft zu dem ist auch gleichzeitig noch die Gabe. Sondern die Gabe muss irgendwas anderes sein. Meinetwegen ihm die Augen zu öffnen und zu zeigen, hier, du bist, weiß ich nicht, doch ein total toller Typ. Los geht's. Ah, whatever, Lasse, warum bist du nur so antagonistisch zu mir auf unserer Heldenreise? So, okay. Nächster Schritt, wir überschreiten jetzt die Schwelle. So, ja. Das heißt jetzt, wir gehen zur Tür raus. Ja, hat Henrik uns jetzt eigentlich schon irgendwas gegeben? Henrik gibt uns die Karten für Lasertag. Ja, hat er schon gekauft, okay. So, wir gehen raus, überschreiten die Tür und... Hat er einen Grund genannt, warum wir los müssen? Nö, weil langweilig ist. Nee, wir brauchen einen guten Grund, es muss doch einen Preis geben. Achso, Weltmeisterschaft. Ja, das ist ein Turnier. Okay. Und genau, der Gewinner darf nach Paris fahren. Nee, ist schwierig wegen Terror. Thailand. Ja, irgendwo hin, wo ein großes Turnier ist. Okay. Da wird der Gewinner hineingeladen, das ist der Preis. Alles klar. So, ja, überschreiten der Schwelle, denke ich, ist ein Chick offensichtlich. Mike findet heraus, es gibt die Walachei doch. Mhm. Und die beiden düsen los. Ja. Haben einfach Bock drauf, bam, und sind weg. Ja. So, jetzt haben wir sechstens Bewährungsproben, verbündete Feinde, Initiation und Transformation des Helden. Mhm. Und ja, in Chick haben wir jetzt halt viele Bewährungsproben, ne, die man jetzt so herauskristallisieren kann. Also einmal haben sie aufgrund ihrer, ich würde jetzt mal sagen, naiven Spontanität, haben die beiden keine Landkarte mit und kaum Proviant mitgenommen, nur Geld. So. Und die Tiefkühlpizzen. Ja, genau, Tiefkühlpizzen. Das ist auch großartig im Film und genauso rübergebracht. Ja. Sie nehmen das Feuerzeug und versuchen die Pizza warm zu machen damit. Das ja, ist schon geil. Und danach kicken sie die in die Luft einfach. Treten die weg, weil das halt Quatsch ist. So, und das wird auch, übrigens taucht das nicht im Film vor. Und zwar, nachdem die beiden von einem Einsiedler beschossen werden, entdecken die Polizei Mike und Chick. Und beide ergreifen dann impulsiv die Flucht und verursachen dann den Unfall. Und danach wird Chicks Fuß von einer dahergelaufenen Frau aus Versehen verletzt, wodurch er ins Krankenhaus muss. Das hat alles im Film gefehlt. Das haben sie nicht eingebaut. Klar, und in Herr der Ringe fehlen die Hügelgräberhöhlen. Und trotzdem ist es ein brillanter Film. Hä, die Hügelgräberhöhlen? Meinst du in Rohan? Nein. Ach so. Die Hügelgräberhöhlen. Ach so, du meinst diesen ganzen in Herr der Ringe. Oh Gott, stimmt, du hast recht. So. Also, aber es gibt eben die Freiheit, dass man Dinge rauskürzen muss, weil das ein Film ist. Und weil du sonst wieder sagst, das ist mir zu langweilig. Ja, da geht 93 Minuten, was eigentlich ziemlich kurz ist. Ja, aber viel länger kann man so einen gewöhnlichen Film auch nicht erzählen. Ach, ich weiß es nicht. Man hätte ihn auch, wie gesagt, anders inszenieren können und durchaus hier und da noch mal ein paar Elemente. Ja, mach doch. Elemente. Ja, gerne. Spielst du Chick oder Mike? Tatjana wollte ich gerne spielen. Sehr gerne. Das können wir dann nächste Woche machen. Mhm. So. Dann haben wir im Buch zumindest noch die Krankenschwestern, die die beiden Jungs eben daran hindern wollen, aus dem Krankenhaus zu fliehen. Auch das gab es im Buch nicht. Und Mike muss jetzt eben irgendwie durch ein geschicktes Telefonat sich da beweisen, aus diesem Krankenhaus zu entkommen. Das gab es im Film einfach nicht. Da lag der einfach nur im Krankenhaus. So, dann haben wir eben noch zahlreiche Verbündete, die im Film nur partiell auftauchen. Also Chick ist natürlich der Verbündete. Dann haben wir im Buch noch Vater Heckel, der den Jungs Essen spendiert. Der ist auch aus dem Film gestrichen worden. Dann, die tauchten im Film auf. Das war der kleine junge Friedemann und seine äußerst gebildete Familie, die in so einem typisch deutschen Dorf wohnen. Ja. Lasse, guck gerade so entzückt. Die waren auch leicht gruselig, ja. Ach komm, aber das würdest du auch gerne mal, ne? Dass du da mit denen Mittagessen. Nee. So Wasserrisikisi. Ich hätte Angst, gegen den 7-Jährigen zu versagen. Ja. Und dann am Ende die ganz kleine Portion.
Nachtisch zu kriegen. Ja, also das haben sie Gott sei Dank reingenommen und ich fand auch, so war das auch wirklich umgesetzt, wie ich es mir im Buch vorgestellt habe, muss ich sagen. Isa haben wir natürlich halt noch, wie gesagt, weil sie den Jungs hilft, illegal Benzin zu beschaffen. Ja, dann haben wir halt noch im Buch, nicht im Film, den Außenseiter Horst Fricke. So ein abgedroschenen Hinterwäldler, der den Jungen auch tatsächlich ein Elixier überreicht, also wohl irgendwie Alkohol oder irgendwas Elixiermäßiges, was aber letztendlich doch nicht benutzt wird. Das haben sie auch komplett aus dem Buch gestrichen, diese Horst-Fricke-Situation. Ja, aber auch das, also braucht es auch nicht, finde ich. Na, ich weiß es nicht. So, und dann haben wir noch die Sprachtherapeutin im Buch, die von Mike liebenswert das Flusspferd genannt wird, die ja eben irgendwie Mikes Fuß verletzt und dann nach dem Unfall ihre Hilfe anbietet und die ins Krankenhaus fährt. Das ist halt auch eine Helferfigur, die komplett aus dem Buch gestrichen wurde. Also du merkst, es wurde ganz schön viel aus dem Film. Die ganz schön viel aus dem... Ja, aber es ist okay, finde ich. Ja, so wie Tom Bombadil, der ja auch leider aus... Ja. Ach, Tom Bombadil, wie gern hätte ich ihn doch gesehen. Ja, ich hätte, ja, mein persönlicher Traum war ja immer noch, dass Peter Jackson den spielt. Weil das stimmt. Das ist so eine wahnsinnig clevere, also es wäre super clever gewesen, zumal er passt, also auch äußerlich passt er wahnsinnig gut zu Tom Bombadil. Und es wäre super clever, weil Tom Bombadil in den Büchern auch quasi die Verkörperung von Tolkien ist. Ja, ja. Und das dann, also da so in die zweite Metaebene wäre schon super. Ja, wobei sie da ja diesen Naturaspekt drin hatten und das dann in Form von Baumbart umgesetzt haben, der... Ja, aber ist egal. Egal. Genau. Im ersten Teil hätte es trotzdem noch reingepasst. Ja. Egal. Sonst hätte Lee Pace einfach Bombadil gespielt. So, wir sind im siebten Stadium und dringen jetzt langsam in die tiefste Höhle ein. Wir hören die Tropfsteine. Ja. Ja? Ja. Also gehen wir jetzt ins Lasertech-Center mit Händen. Richtig, genau. Was war eigentlich das, wo wir noch irgendwie... Ach so, Kette springt vom Fahrrad. Und wir müssen die Kette wieder dran machen, bei unserer Heldenreise. Okay, so, das ist ganz gut. Und zwischendurch hilft uns eine Frau von McDonald's oder so. Genau. Gut. So, wir dringen jetzt ein in die tiefste Höhle. Also wir sind in der Nähe eines gefährlichen Ortes, der dann irgendwie meist im Untergrund ist. Und wir geraten jetzt in ein Gebiet zwischen den Grenzen, also und dem eigentlichen Ziel der Reise. So, und jetzt stoßen wir eben in diese neue geheimnisvolle Zone vor, in der wiederum Schwellenhüter neue Regeln und Prüfungen auf uns warten. Hatten wir bisher in Chick auch Schwellenhüter? Schwellenhüter? Jein. Polizei zum Beispiel. Ja, stimmt. Haben wir, also den Polizisten, vor dem sie abhauen. Auch den Einsiedler, den wir im Film nicht haben, aber der auf die schießt. Der so gesehen auch eine... Ne? Ja, ein Schwellenhüter. Ja, schon. Ja. Ja, gut, theoretisch noch das Krankenhaus, aber das haben wir ja auch im Film nicht. Genau, ich hätte jetzt nämlich gesagt, klar, das Vordringen zur tiefsten Höhle in Chick, zumindest im Buch, ist das Krankenhaus, ja. Denn das blockiert eben das Vorhaben der beiden und die sind da drin mehr oder weniger gefangen. Ja, okay. Was haben wir denn als Entscheidung? Ja, okay. So, wir kommen zum Punkt 8, die entscheidende Prüfung. So, jetzt haben wir hier das Du lässt ein bisschen deine Metastory außer Acht, ne? Dann mach du das doch bitte. Okay, wir sind in das Lasertech-Gebäude rein und der sagt uns aber, ja, die Tickets sind ungültig, ihr braucht neue. Nee, das Vordringen zur tiefsten Höhle ist doch, dass wir jetzt da reingehen in die tiefe Höhle des dunklen Lasertechs. Ja, genau, aber da brauchst du doch noch ein Hindernis, oder? Ach nee, doch, Schwellenhüter brauchen wir doch noch. Ja, okay, Schwellenhüter, kein Ticket da. Wir dürfen nicht, wir sind zu jung, zu alt, zu schwach. Du zu alt, ich zu schwach, Henrik zu jung. Wir haben alles. Alle hässlich. Sowieso. Ja, okay. Nein, aber dann findet Henrik die doch noch. Henrik darf nicht, Henrik ist der Mentor. Du findest die doch noch in der Hosentasche, ein bisschen verknüllt. Ja, genau. Dann, dürfen wir doch noch rein. Und deswegen jetzt die entscheidende Prüfung. Ich wollte kurz bemerken, mich lassen sie nicht rein, weil ich irgendwie jetzt kurzärmelige T-Shirts und ein beiges Dings trage, ob ich für Rentner halte. Okay, also. So, die entscheidende Prüfung. Hier ereilt den Held sein Schicksal und in seiner letzten direkten Konfrontation muss der Held seine letzte Angst bezwingen. Düdüm. Mhm. Ja? Ja. So, wie sieht das aus bei Chick? Im Buch haben wir ein fingiertes Telefonat, welches Mike jetzt auch auf eloquente Weise versuchen muss zu führen, ohne bei der Lüge ertappt zu werden. Da wird Mike plötzlich eloquent und da kann er mal lügen und da ist er wie so ein Trickster. Ja, das würde ich so als finale Prüfung nennen. Und wenn wir jetzt wieder auf diese sexuelle Komponente kommen wollen, und das war das, warum ich das eben auch so angesprochen habe, würde ich jetzt sagen, dass es für ihn innerlich dann eben noch eine Prüfung ist, zu welcher Sexualität er sich begeben könnte. Ja, das so muss jetzt nicht so sein, würdest du auch herausnehmen können, weil kann ich jetzt rausstreichen, aber könnte man halt noch, wenn wir jetzt überdimensional interpretieren wollen,
reinnehmen. Je nachdem. Ich finde das aber mit dem Telefonat, ja gut, erstmal im Film haben wir es gar nicht drin. Richtig, was ist denn im Film dann die entscheidende Prüfung? Ich bin nicht der Meinung, dass es das so gibt. Aber ich bin ja auch der Meinung, dass der Film und das Buch keine klassische Heldenreise sind. Ja, was machen wir denn gerade? Wir subsumieren das, wir subsumieren diese Geschichte mit der Heldenreise. Ich weiß, und die Zuhörer Meinung, können uns auch zustimmen. Nicht hin. Nicht? Nein. Hm. Da bin ich ja die ganze Zeit schon der Meinung. Das habe ich auch zu Anfang schon gesagt. Und da bin ich auch jetzt noch der Meinung, denn es gibt keine entscheidende Prüfung. Uiuiui, ich sehe schon die Kommentare regnen, dass die alle sagen, lasse, du Banause. Du hast recht. Nee, wahrscheinlich sagt niemand was, weil uns niemand hört. Keiner hört uns. Okay, weiter geht's, Ladies and Gentlemen. Wir sind jetzt neuntens. Achso, hier, du musst subsumieren mit der Metastory. Entscheidende Prüfung. Okay, ja. Hendrik muss umgebracht werden, weil der Mentor stirbt dann meistens immer. Achso, ja, wir kämpfen 7 Runden und sind im Finale. Der Einzige, der bisher noch nicht geschossen hat, bin ich, weil ich Pazifist bin. Und ich muss meine größte Angst überwinden und doch noch mit der Lasertag-Waffe auf jemanden schießen. Und dann wird Henrik erschossen und dann drehe ich durch und bringe sie alle um. Okay, in Wirklichkeit hat Henrik einen Schwächeanfall. Ja. Oh ja, Mann. Richtig, genau. Henrik, ja, Knöchel verstaucht. Aber er hat sein ganzes Wissen über Lasertag noch vorher Lasse vermacht. Ja, ich dachte dir. Nee, achso, oder uns. Ja, uns beiden. Okay. Genau. So, jetzt neuntens, die Belohnung oder wie Joseph Campbell sagt, ergreifende Schwerts. Ja, also Held hat jetzt die Todesgefahr überlebt und nimmt die Belohnung entgegen, ganz klar. Und Mark realisiert jetzt, dass die Welt besser ist, als er dachte und dass es sich lohnt, an das Gute im Menschen zu glauben. Dies bedeutet für ihn vor allem, aber nicht nur, an das Gute in seinem Freund Chick auch zu glauben. Weil, wenn wir jetzt das Buch mal kurz zitieren. Seit ich klein war, hatte mein Vater mir beigebracht, dass die Welt schlecht ist, sagt er da. Das hatten mir meine Eltern erzählt und so weiter. Und auch der Lehrer und das Fernsehen und so weiter, sagt er. Aber das Seltsame war, dass Chick und ich auf unserer Reise fast ausschließlich dem 1% begegneten, das nicht so schlecht war. Ja. Aber dass das die... Also und das kommt, das kommt durch das Buch, Belohnung durch den Film auch nicht so zustande. Nein, das stimmt. Gerade diese Essenz. Ich glaube auch, der Film ist nochmal weniger Heldenreise als das Buch. Ja, korrekt. Aber das meine ich mit Demontieren, ja, am Anfang. Ich weiß. Aber ich glaube auch, dass auch das Buch nicht, zumindest nicht so konzipiert ist und sich deswegen das vielleicht so teilweise drauflegen lässt, aber nicht eine ganz trennscharfe Schablone ist. Lasse, was ich vielleicht noch kurz anmerken kann, ist, dass ich definitiv weiß, aufgrund eines Interviews mit Herrndorf, dass Herrndorf mit dem Prinzip der Heldenreise vertraut war. Ja, aber deswegen muss er es ja nicht genau darauf anwenden. Nee, aber er meinte zum Beispiel in diesem Interview, ja, da gibt es doch diese Heldenreise mit dem Elixier, also habe ich das auch einfach mal so reingebaut. So hat er das gesagt. Ja, okay, deswegen sage ich, es gibt einzelne Aspekte und ich sehe das absolut in dem Anfang, in dem Ruf des Abenteuers, in der gewohnten Welt und so weiter. Ich sehe es aber eben nicht überall. Ich sehe keine entscheidende Prüfung. Ich sehe dieses Telefonat jetzt nicht als Höhepunkt des Buches, sondern nur als so ein Zwischendrin mal, was man vielleicht mal angemerkt haben kann. Und genauso das mit dem Krankenhaus oder so. Also ich sehe das nicht, ne? Weiß ich nicht. Ich sehe das einfach, die Steigerung der Spannung oder so. Du bist einfach nicht mit mir d'accord. Ja, richtig. Na, schön. Ist das nicht schön? Ja, wie immer. Ja, wie immer. Okay. Genau. So, die Belohnung hatten wir. So, jetzt sind wir auf dem Rückweg, beziehungsweise... Achso, ja, wir kriegen so einen Pokal und so Tickets, wir dürfen da hinfahren. Okay. Wir können aber auch die Rückkehr verweigern, theoretisch, nach Vogler und Campbell etc. Okay, ja. Ja. So, also wir fassen jetzt den Entschluss, in die gewohnte Welt zurückzukehren, richtig? Ja. So, und das ist dann natürlich auch bei Mike der Fall, dass er irgendwann realisiert, er muss jetzt wieder nach Hause, richtig? Ja. Dann haben wir 11. die Auferstehung, Resurrektion bzw. das Verlassen der Unterwelt. Das wäre bei mir eben die Gerichtsverhandlung. Sowohl im Film als auch im Buch. Mike wird aufgefordert, sich seiner Welt zu stellen. Und er beweist seinem Vater und allen anderen, dass jetzt sein Vertrauen in Chick gerechtfertigt war. Statt, denn hätte er in der Gerichtsverhandlung später gesagt, stimmt alles, nur Chick ist schuld und ich nicht. Das konnte er nicht, weil Chick ist sein Freund und Mike ist über sich selbst hinausgewachsen. Richtig? Aber so wie wir im Lasertag. Ja, aber es ist auch ein selbstgemachtes Problem. Also, es ist nicht so, dass das Problem vorher bestand und wie Sauron und die zerstören den jetzt und im letzten Moment werden sie dann noch von den Adlern gerettet. Das ist ja diese Resurrektion in Herr der Ringe. Ja, das war mehr Deus Ex, ne? Ja, aber es ist ja schon dieses... Ne? Und The Eagles are coming, ich muss das kurz zitieren. Und wir haben es ja in Chick nicht so, sondern einfach weil die den ganzen Quatsch machen, steht er vor diesem Dilemma, ob er jetzt Chick verrät oder nicht. Eieieiei. Gut, so siehst du das. Ja.
Okay, letzte Stufe, Nummer 12. Rückkehr mit dem Elixier, oder Campbell würde sagen, Herr der zwei Welten. Ich würde sagen, also der Held kehrt jetzt mit dem Elixier zurück oder dem erworbenen Wissen, Kenntnissen und Erfahrungen, ja, aller Abenteuer, in die gewohnte Welt zurück. Und im Fall von Chick, das ist das, was ich schon die ganze Zeit hier predige, wie der Papst, gewann Mike auf seiner Reise Selbstbewusstsein und die Fähigkeit, zuversichtlich seine Lebenssituation sowie seine Mitmenschen auf Adolescenzer-Ebene auch zu reflektieren. Er ist erwachsen geworden. Ja. Aha! Ha! Das, da sagt er ja. Ich dir zustimmen. No, ja. Never. Ja. Ja, du stimmst mir zu. Ja. Aber da muss ich jetzt gleich einen Sekt aufmachen. Deswegen sage ich, in Teilen stimme ich damit überein, ach, toll, in Teilen nicht. Toll. Ja, da bin ich aber froh, dass du mir wenigstens bei Stufe 12... Nein, ne? Ja. Und bei Stufe 1 auch. Ja. Und 3. Ja, toll. Nein, und so im Film sehen wir das halt. Also im Buch ist es sogar noch dieser Lehrer Wagenbach, der sagt, Mensch, der saubere Herr Klingenberg, Unfälle, Verfolgungsjagden, Schießereien und in einen Mord ist er nicht verwickelt. Na, man kann ja nicht alles haben. Also selbst der kriegt mit, dass sich Mike gewandelt hat. Mhm. Dann seine ganzen Mitschüler gucken ihn plötzlich ganz anders an. Die bleiben stehen, als er da plötzlich aus diesem Polizeiauto aussteigt, das ihn zur Schule fährt. Mhm. Weil die merken, irgendwas ist an ihm anders geworden. Er hat diese Kapuze auf und das ist dann wirklich eine heroische Aufnahme. Er zieht diese Kapuze nach hinten und ist eben neugeborener, ja, Mensch tatsächlich, ja, auch für seine Außenwelt. Ja, das stimme ich dir. Und halt wirklich Tatjana schreibt ihm eben, was ist auf dieser Reise, was hast du in den Ferien gemacht? Und so endet dann der Film. Das ist unser Happy End. Tatjana, ja, hat ihn jetzt endlich erkannt, gesehen, angenommen. Warum? Weil Mike jetzt viel mehr Selbstbewusstsein auf seine Mitmenschen projiziert. Genau. Ja. Ja, also er kommt nicht nur mit seinem neuen Selbstbewusstsein zurecht, sondern kann auch akzeptieren, natürlich auch auf der familiären Ebene, dass sein Vater auch auszieht im Buch. Und für seine Mutter hat er ein tieferes Verständnis vielleicht auch erhalten, weil die Schlussszene des Films und des Buchs ist eben wie Mike mit seiner Mutter im Swimmingpool, ja, schwimmt nicht. Taucht auch nicht. Jetzt hätten wir wieder unser lieblingsenglisches Wort, wie wir es damals hatten bei Passengers, dieses Floaten hier. Stimmt, ja. Und das passt hier auch wieder ganz, ja, gut. Und das ist natürlich auch wieder eine sehr sentimentale Schlussszene. Ja? Ja, er mit schon, seiner, ja. Die schmeißen Möbel rein ins Wasser, mhm, das heißt, sie schließen mit ihrem alten Leben ab, ja, und irgendwie beginnen sie vielleicht ein neues, wenn wir das jetzt wieder überdimensional interpretieren, vielleicht halt auch dieses Reinwaschen, Taufe, kann man auch interpretieren, ja, wenn man will. Reinigung. Ja, vielleicht ein bisschen too much, aber too, ja, much, das meine ich ja eben. Mhm. Aber warum nicht? Ich kann das ja mal so einbringen. Ja. Und so endet dann auch der Film. Mike ist eben erneuer geworden und planscht mit seiner Mutti im Pool. Die besoffen. Ja, Ende. So lasse. Okay. Ne? Das, ja, war ja mal jetzt eine tiefgehende Einblick. Ja, würde ich auch Geschichte sagen. Und jetzt müssen wir, glaube ich, schnell zu einem Schluss kommen. Also ich muss immer sagen, sehr schade, dass der Herrndorf verstorben, ja, ist so früh. Ja, allerdings wirklich. Es ist echt ein tragisch. Genie, ja, was er geschrieben hat. Absolut, und wie er geschrieben, absolut, hat, ja. Also hätte man sonst noch, glaube ich, auf einiges auch hoffen können. Ja. Naja, so haben wir immerhin das von ihm. Ich würde jetzt schon mal eine Art Schlusswort finden. Bitte, gerne. Und da bleiben wir unterschiedlicher Meinung, also was die Heldenreise angeht, teilweise. Ne? Manche Punkte sehe, ja, ich absolut, ich sehe aber nicht alle Teile und ich sehe, dass es ein Roadmovie und ein Abenteuer ist und dass es Teile einer Heldenreise enthält, das würde ich vielleicht so sagen. Was den Unterhaltungs- und Spannungswert und so des Films angeht, ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt, ich habe mehrfach auch so ein bisschen nachdenken müssen und doch nochmal irgendwie auch daran gedacht, als wie ich das Buch gelesen habe und wie ich mich da gefühlt habe und so. Und das hat der Film geschafft zu transportieren. Er hat mir insgesamt sehr gut gefallen. Ich hatte meinen Spaß. Und würde ihn auf jeden Fall jedem, der das Buch gelesen hat, empfehlen, auch nochmal zu sehen, weil der, finde ich, eine gute Ergänzung ist. Oh Gott, okay. Bevor ich mit dem Fazit starte, ich habe eben von Filmmusik gesprochen, dann gab es noch diese interne CD-Musik, die fand ich so schlimm. Ja, aber die ist ja aufgegriffen aus dem Buch. Ja? Ja. Das ist der Song? Da gibt es die, ich weiß nicht, ob das genau der Song ist, aber da gibt es doch auch die CD mit irgendwie ein paar Songs drauf. Mhm. Okay. Die sie finden. Ja, okay, wie auch immer. So, ja, also ich habe eben schon jetzt im Laufe des Podcasts alles halt auch so zusammenfassend, wie kann man sagen, das Buch... Toll, grandios, hat Spaß gemacht, gerade für so einen Sommertag, auch für Jugendliche ist das toll, wenn man sich eben auf die Sprache einlässt.
Ja, das Buch ist fantastisch, das, wenn ich das auch nochmal hinzufügen soll. Also das ist, lest das unbedingt, das lohnt sich für jeden, egal ja. für welches Alter und so. Das ist also. Das kriegt man auch schnell durch, das macht Spaß und gerade ja. so im Sommer, wie gesagt, wir haben jetzt Juli 2017, kann man sich das ruhig mal nehmen und gönnen. Auf jeden Fall. Und der Film, meines Erachtens, hat es überhaupt nicht gut gemacht und sowohl auf filmischer Ebene als auch auf literaturadaptiver Ebene und am allerallerschlimmsten fand ich wirklich das Schauspiel dieser beiden Protagonisten, Tristan Göbel und dem Bud Bilek, der Chick spielt, aber auch eben die Mercedes Müller, die Isa spielt, fand ich sehr, sehr grottig, sehr, sehr schlecht, sehr, sehr schlimm und aufgrund dessen, dass diese ganzen elementaren Cluster, wie man einen Film gestaltet, hier so deformiert worden oder gar nicht erst angewandt worden oder dieses Telling am Anfang, das hat mir einfach überhaupt nicht gefallen und deswegen würde ich diesen Film auch nicht weiterempfehlen. Dafür aber eben umso mehr das Buch, das nun wirklich die Fantasie und anregt und auch die Lust aufs Abenteuer. Okay, ich denke, dann bleiben wir da uneins, können damit aber, glaube ich, trotzdem ganz gut schließen, oder? Auf jeden Fall. Ich freue mich schon auf den nächsten Podcast mit dir. Vielleicht auch sogar mit einem Gast. Meinst du, wir kriegen einen Gast rein? Ich hoffe mal. Na, schauen wir mal. Bis dahin, macht's gut. Ne? Lest das Buch auf jeden Fall und vielleicht schaut euch den Film an, je nachdem, wer euch jetzt eher überzeugt hat. Also, tschüss! Nein, Transformers 5, also ich muss wirklich sagen, du musst... Ja, das ist auch mit Schwertern und so, das ist auch The Last Knight, weil die Transformer jetzt mit Schwertern kämpfen, also voll sinnvoll. Pass auf, du musst einfach dein Gehirn richtig ausschalten und dann hast du so mega viel Spaß. Und es beginnt so im Mittelalter, King Arthur, Merlin rennt dann da rum. Ja, weißt du, wie du das auch machen kannst? Hä? Mit Kokain. Ja. Dein Gehirn ausschalten, da hast du richtig viel Spaß. Nein, aber das war dann so richtig geil. Du konntest so richtig abnörden. Der Film hatte keinerlei Sinn und keine Handlung, aber halt ganz schön viel Special Effects. Und nein, das hat einfach Spaß gemacht. Ich gucke mir lieber sowas lieber mehr an als diese deutschen Filme hier. Diese Dramen, wo keiner schauspielern kann. Wirklich? Da können diese computergenerierten Transformers tausendmal besser schauspielern. Nee, aber du stopfst Michael Bay Geld in seinen Rachen. Sehr gerne tue ich das, sehr gerne. Ja, willst du noch 13 Soldiers auf Benghazi nachholen? 13 Hours auf Benghazi? Ja, Secret warum Soldier? Nicht? Und außerdem hat Michael Bay ja auch Transformers 1 gemacht. War auch schon scheiße. Nein, Pearl Harbor. Noch, warte, 2, 3 und 4. Oh. Ich wollte Pearl Harbor sagen. Ach, ja, toll. Ja gut, da hört er ja schon gar nicht mehr drauf. Nee, wirklich. Aber wir wollten jetzt nicht über... Jetzt habe ich hier was ausgelöst. Spielberg hat auch Indie 4 gemacht, der war auch scheiße. Ja, stimmt. Und George Lucas. Und Kate Blanchett hat da irgendwie auch Schuld. Ja, also, ne? Ja. Manche haben auch einfach nur Glück irgendwann mal. Nein, weißt du, hallo, es geht um Spaß haben im Kino, dass du mit Transformers machen kannst, als wenn ich mir zum Beispiel jetzt einen Film angucke, der gerade angelaufen ist im Juli 2017, dieses Puh-Bär-Tier, dieser deutsche Film, ich habe den Trailer nicht ausgehalten, ich konnte ihn nicht aushalten, weißt du was, wenn Kotze so hochkommt und du das merkst, obwohl es... Und dann wieder runterwirkt, so ein Stück Brot oder so. Das war der Trailer zu diesem Puh-Bär-Tier. Warum muss ich mir diesen deutschen Schwachsinn anschauen, dann gucke ich doch lieber Visual Effects Spektakel, auch wenn es weit hergeholt ist oder wie auch immer oder keinerlei Sinn ergibt, aber es ist halt geil. Es ist geil, es ist Weltraum, es ist Mittelalter, da weißt kann man da richtig abnörden, anstatt dieses Puh-Bär-Tier zu gucken mit irgendeiner androgynen, blöden, bescheuerten 16-Jährigen, die da ihre Probleme haben. Das muss ich mir nicht angucken. Du brauchst das doch nicht vergleichen. Doch. Du sagst doch auch nicht, ja, weiß ich nicht, ich lass mich lieber von einem Auto als von einem LKW anfahren, weil das weniger wehtut, weil das beides scheiße ist. Nee, genau. Wenn du die Wahl hast, einfach über die Ampel zu gehen. Dann würde ich sagen, dann lieber von so einem kleinen Auto. Ja, aber du könntest doch einfach über die Straße gehen, dir wird's gut gehen dann noch. Hä, wo ist denn da jetzt die Analogie zum Film? Naja, du könntest auch gar nicht in den Film gehen. Du vergleichst es aber mit irgendeinem anderen Scheiß. Klar ist es auch scheiße. Aber das wird doch dadurch nicht besser, was du da guckst. Hallo. Weißt du, wann Transformers gut ist? Im Kino? Jetzt, ja, bitte, wann? Mit Oropax und einem Buch dabei. Hallo. Halt jetzt mal wirklich, also es geht doch nicht. Nee, also nee, wirklich. Die Luft an. Nee, wirklich. Es gibt viel, jetzt, wo man... Guck mal, sag mal kurz ruhig und schalte dein Gehirn aus. Schalte es jetzt mal aus, bitte. Schalte es aus jetzt. Hast du? Gut. Okay, sehr gut. So, und jetzt stell dir vor, dass der Excalibur mit Transformers zu tun hat, mit so riesengroßen Robotern. Richtig große Roboter, die die Welt retten müssen. Pacific Rim.
Ja, sowas. Geil. Ja, dann gucke ich Pacific Rim nochmal. Oh, vergiss es. Okay, man kriegt dich nicht dazu. Nein, also für die Transformers allein schon, wie gesagt, wenn man dieses Kinopublikum unterstützt. Der wandert jetzt wieder auf Platz 1 oder 2 oder so, der super Kinochart. Sehr gut, sehr gut. Der Film natürlich, versteht mich nicht falsch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn wir jetzt mal hier spezifisch sind. Meine Schwester. Sind. Und lasse Schwester, die vielleicht zuhört, ja. Mhm. Versteht mich nicht falsch. Natürlich war auch Transformers narrativ und dramaturgisch absoluter... Wahnsinnig Kacke. Nein, es war Nonsens. Es war für Kinder, für Jugendliche, die das halt toll finden, ja. Das kann ich verstehen. Gerade für Kinder, die stehen ja voll auf sowas. Aber wenn man sich das anguckt und wirklich jetzt überhaupt keinen Anspruch hat, nur diese visuellen Effekte sich anschaut, wie diese ganzen riesengroßen Roboter aufeinander dreschen und so weiter und diese riesengroßen epischen Landschaftsaufnahmen von England und so, das ist schon ganz nett. Nett. Es ist nicht geil und nicht toll, es ist nett. Es ist zwar Trash, 12 Euro. Aber es ist nett. 12 Euro. Du hast vorhin, als wir ein Buch gekauft haben, minutenlang überlegt, ob du für 12 Euro ein super Buch kaufen willst, was du schon x-mal ausgeliehen hast und was zu den Standardwerken der Wissenschaft gehört. Mhm. Aber die 12 Euro schmeißt du Dingens in seinen gierigen Rachen, Michael Bay, für seine verschissenen, immer gleich aussehenden Explosionen. Ich guck lieber 12 Stunden in Dauerschleife abwechselnd Kong und Before I Wake. Als mir irgendwas von dem nochmal anzutun. Ich glaube, das Ticket hat 14,50 gekostet. Satan, 14,50. Ja.